Okay. Einen wunderschönen guten Abend zum ersten FC Stammtisch Talk. Wir, die Kölschkultur, zeigen leider keinen Fußball, was so ein bisschen an der Preispolitik von Sky liegt. Hi Thomas! Hallo Thomas, schön, dass du da bist. aber ich habe mir halt überlegt, da wir hier in dem Veedel sind, wo der erste FC Köln geboren ist, ich selber ein totaler FC-Jack bin, haben wir uns überlegt, irgendwas müssen wir hier machen. Dann kam ich durch Zufall an den Ralf und wir sind uns relativ schnell einig geworden und haben den FC-Stammtisch-Talk hier hingeholt. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, weil ich muss mich darum kümmern, dass ihr was zu trinken kriegt. Ich darf jetzt übergeben an den Ralf. Ralf, dir gehört jetzt mein Laden für die nächsten anderthalb Stunden. Viel Spaß dabei. Ja, vielen, vielen Dank. Hallo. Ja, damit herzlich willkommen zum FC-Stammtisch. Hallo, grüß euch. Neue Saison, neue Location und der Thomas Mick hat sich ja schon vorgestellt, die Kölschkultur, eine wunderbare Gasselkneipe, in der wir jetzt ab jetzt unser Zuhause haben werden. Freuen wir uns riesig drauf. Ich glaube, so der erste Eindruck, habe ich eben schon von vielen gehört, ist fantastisch. Und natürlich hat der FC uns eine fantastische Steilvorlage geliefert. 2:0 gewonnen! Einer, der dafür verantwortlich ist, ist heute bei uns. Er gilt ja als das Taktikgenie, der Taktikfuchs hinter oder neben Stöger, wie man das auch immer nennen mag. Er ist auf jeden Fall schon seit Jahren mit dafür verantwortlich, dass der Verein peu à peu immer weiter nach oben kommt. Und wenn das so weitergeht, also jetzt sind wir die nächsten Jahre noch, also lass euch Schluss reden. Wir freuen uns auf Manfred Schmidt, den Co-Trainer. Herzlich willkommen, Manfred. Manfred Schmidt war schon mal bei uns, für meinen nächsten Gast gilt das nicht, der gibt dir heute sein Debüt, also Debütantenball ist es nicht, weil du bist der Einzige, aber das freut uns aber umso mehr, weil im Gesicht, was er eigentlich hier in München zu sehen ist, gestern wieder beim Doppelpass zu sehen, bei der Urmutter aller Fußballtalks, klar, schade, dass er nicht über den FC gesprochen hat, aber das holen wir heute nach. Nicht an mir. Bei Sport 1 ist er eine feste Größe, Jochen Stutzki heute bei uns, herzlich willkommen Jochen. Eine feste Größe, mittlerweile kann man ihn ja auch schon als Legende bezeichnen. Das ist der Mann, der jetzt wieder komplett alleine die Stadionregie für sich hat. Und der hat ja richtig zu tun am Samstag, da werden wir sicher auch drüber reden. Das war ja auch ein bisschen ungewöhnliches Spiel. Was soll ich bloß sagen? Unser Stadionsprecher Michael Micky Tümpel, herzlich willkommen. Das ist ein Name, was die Bayern gerne hätten. Aber gut, dann wollen wir uns mal um den nächsten Gast kümmern. Und das ist ein alter Schlachtboss, hätte ich beinahe gesagt. Jedenfalls aus FC-Stammtisch-Sicht. Der Thomas Mick hat ja eben gesagt, es war die erste Ausgabe hier, hat er recht. Das ist aber die 171. Schöne Rückkopplung. Oh, wir arbeiten gerade an der Rückkopplung. Ja, kriegen wir wahrscheinlich gleich hin. Aber trotzdem begrüßen wir ihn, unseren Freund, natürlich Holger Schmidt vom Sportinformationsdienst. Und damit wir auch mal über die Sorgenkinder der Liga reden, haben wir natürlich noch jemanden da, der einen anderen Verein präferiert. Nein, er ist unser ständiger Experte. Versucht das immer aus einer Nicht-FC-Sicht und Pflichtwinkel zu betreiben. Das macht er hervorragend. Und er ist immer noch bei uns. Riesenapplaus für unseren Thomas Wagner, unseren ständigen Experten. Kurve noch nicht richtig, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe eben so leichte Kritik an Sky gehört. Wir haben ja jetzt eine neue Kundenpolitik. Die sich Sky nicht leisten können, schickt die Firma die besten Männer in die Kneipen. Ne? Deshalb bin ich dann hier heute. Okay. Du meinst die besten Männer an der Theke oder was? Du kannst gleich noch beweisen, dass du hier richtig gut bist, aber erstmal wollen wir natürlich den Manfred Schmidt hören, der ist natürlich am beteiligsten von allen sozusagen an diesem Sieg gegen Darmstadt. Wir machen jetzt keine Tiefenanalyse mehr, aber trotzdem, vielleicht noch mal ein paar Worte zum Spiel. Ich habe eben schon gesagt, also ich hatte das Gefühl, die ersten 15 Minuten, ihr wolltet die auffressen. War das so ein bisschen so dieses, dass die halt wirklich noch, ich sag mal, sehr spät als Mannschaft zusammengefunden haben, Darmstadt 98, und ihr wolltet das rausnutzen? Was war der Plan oder wie sah er aus? In erster Linie mal herzlichen Dank für die Einladung. Letztes Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Versteht's mir nicht? Nein. Okay,
werde mich bemühen, okay. Nur akustisch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, zum Spiel selber. Ich glaube, gehören ein paar Aspekte dazu. Und zwar haben wir uns gesagt, dass wir versuchen, uns weiterzuentwickeln. Das heißt, wir wollten die Favoritenrolle annehmen, so wie sie uns zugedacht wurde. Ist ja das letzte oder die letzten Jahre nicht so oft vorgekommen. Wir wussten, dass wir das nicht wegschieben können, aber für den nächsten Schritt und für die Entwicklung war uns klar, dass wir das annehmen müssen, dass wir den Jungs ganz klar mitgeben müssen, wenn wir den nächsten Schritt machen müssen, dann müssen wir so ein Spiel von Beginn an mit einer sehr, sehr guten Einstellung und Leistungsbereitschaft bestreiten. Das haben sie wirklich eindrucksvoll gemacht. Wenn man die Leistung sieht, war das eine sehr, sehr schwierige Ausgangsposition, weil jeder ja schon gesagt hat, wir gewinnen das Spiel 4-5-6-0. Das war von Anfang an klar, diese Mannschaft ist. Wäre ja auch möglich gewesen. Wäre auch möglich gewesen. Von Anfang an war das klar und natürlich wäre jeder riesig enttäuscht gewesen, wenn das anders gekommen wäre. Aber so wie die Mannschaft ins Spiel gegangen ist, so fokussiert und mit dieser Leidenschaft, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel verlieren können. Mit der Meinung warst du nicht allein, das hat fast keiner das Gefühl. Schon nach 3 Minuten hat es ja Schwester schon 2-0 stehen können. Holger, ich komme mal zu dir. Wie hast du es gesehen aus deiner Sicht? Warst du auch ein bisschen überrascht, dass der FC so Gas geben kann? Leute, ganz kurz vielleicht mal. Ist das mit der Anlage möglich, das ein bisschen runterzudrehen? Wir arbeiten dran. Dann wird es zu leise. Ja, wir müssen ja, glaube ich, das noch die kleinen Kinderkrankheiten. Wir sind das erste Mal hier. Und das ist ja jetzt schon besser, glaube ich. Ne? Also, Holger, versuch's nochmal. Ja, also ich denke mal, dass das so richtig, du bist ja nicht drauf eingegangen, aber ich denke mal, dass das die Taktik war, weil bei Darmstadt ja 2 oder 3 Spieler in der Woche vorher erst gekommen sind und man hat halt wirklich gemerkt, dass die Mannschaft überhaupt nicht zusammengefunden hat bis dahin. Und die haben halt wirklich die ersten 20 Minuten die überrollt. Also wie sie das gemacht haben, war sehr beeindruckend. Nico ist aus. Nach oben schieben. Besser? Ja. Deutlich besser. Ich wollte jetzt aber nicht alles wiederholen. Viel besser. Ja, wir haben es. Es war natürlich so, dass wir uns natürlich eingehend mit dieser Mannschaft beschäftigt haben. Wir wussten genau über ihre Stärken und Schwächen, dass sie die Probleme im Moment hatten, die Mannschaft zusammenzustellen, war uns auch klar. Aber sie haben schon eine gewisse Qualität und es war nicht umsonst zu erkennen, dass sie Probleme zum Beispiel auf der rechten Abwehrseite hatten, wo Fedelski ein wirklich sehr, sehr guter Offensivspieler ist. Man hat in den ersten Minuten gesehen, dass er sehr, sehr viele Räume nach hinten freigibt, wenn man die ersten Chancen sieht, die Chance von Bittencourt oder dann die Laufwege auch von Rudnevs. Und da hat man schon gesehen, dass wir uns was überlegt haben. Also Darmstadt hat versucht, so im letzten Jahr auch teilweise mit 4, 5, 6 Spieler auf der Kette zu stehen. Da haben wir versucht, durch gewisse Laufwege auch Räume zu öffnen für andere Spieler. Das ist uns ganz gut geglückt, aber ich glaube entscheidend, so wie er auch gesagt hat, war einfach diese Einstellung, mit der die Mannschaft in dieses Spiel gegangen ist. Und ich kann es noch einmal sagen, das war keine einfache Situation für die Mannschaft, wenn 50.000 Fans den Sieg erwarten gegen eine Mannschaft, die angeblich schwach ist, nicht gut genug ist, nicht früh genug zusammengestellt worden ist. Ich kann nur den Hut vor dieser Mannschaft ziehen, wie sie jetzt gespielt haben und eigentlich hat sie nur das bestätigt, was wir in den letzten Wochen in der Vorbereitung gesehen haben. Also wenn man jetzt nur das... Also wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht, 2-0, dann denkt man, Köln-Darmstadt, normales Spiel. Aber ich denke mal, das Ergebnis konnte nicht annähernd ausdrücken, wie groß der Unterschied war. Also wie gut der FC an dem Tag war und wie schlecht auch Darmstadt war. Also ich habe schon in dem Live-Text geschrieben, dass sowohl Darmstadt seinen Ruf als Abstiegskandidat Nummer 1 bestätigt hat, als auch der FC seinen Ruf als Geheimtipp auf den Europacup. Oh. Er kommt aus dem Saarland. Ja, ich wollte nach Klaus Kolge mal so abäppeln lassen, aber das ist ja total interessant, was du gerade sagst. Also ich bin sehr wohl auch der Meinung, dass Darmstadt Abstiegskandidat Nummer 1 ist und dass das einfach die... ohne eure Leistung jetzt schmälern zu wollen, das war einfach die leichteste Hürde. Heimspiel in dem...
in dem Stadion in Köln mit den Fans und eurer Mannschaft, die ja wirklich gewachsen ist, auch in der Vorbereitung noch mal ein Stück, gegen den wirklich schwächsten Gegner in der Bundesliga. Leichter, nein, leichter geht es wirklich nicht, deswegen... Ja, genau. Bayern wäre einfacher gewesen. Ja, Bayern ist noch leichter. Prost! Ich würde mich interessieren dafür, wie ihr die Mannschaft jetzt in den nächsten Tagen auf das nächste Spiel nach der Länderspielpause einstellt, weil dann, es ist ja eine ganze Stufe schwerer, wie ich finde, vor allem mit dem Sieg jetzt im Rücken. Zu den Darmstädtern möchte ich noch anmerken, natürlich haben sie versucht, ihr Spiel zu verändern. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft so extrem schwach geworden ist. Natürlich haben sie den einen oder anderen Abgang gehabt. Aber sie sind überzeugt davon, dass sie ganz einfach mit einer anderen Taktik ins Spiel gegangen sind. Sie haben versucht, uns früher zu attackieren. Sie haben uns größere Räume gegeben. Und wenn man heute die Zeitungen gelesen hat, von zum Beispiel Domdorf, einem zentralen Mittelfeldspieler, der ganz klar angemerkt hat, dass Darmstadt wie Darmstadt spielen muss und nicht so, wie sie es gegen uns versucht haben, dann bin ich überzeugt, dass sie anderen Mannschaften große Probleme bereiten werden. Ich finde das auch, dass man das differenzieren muss. Darmstadt war ja in der letzten Saison auch schon der große Abstiegsfavorit Nummer 1 und wie sie das dann fantastisch hingekriegt haben, in der Liga zu bleiben, da hat ja auch keiner dran geglaubt. Und ich finde das immer ganz gefährlich, gerade so Spiele, hat der Manfred auch gerade gesagt, gerade so Spiele gegen Darmstadt, wo jeder einen Sieg erwartet, gegen einen angeblichen Außenseiter. Und wir wissen ja alle noch nicht, wo wir stehen, wo die Darmstädter stehen, wie sind die eingespielt, wie funktionieren die. Und da ist es ganz gefährlich, ich habe das so oft erlebt, auch mit dem FC und in den letzten 52 Jahren, dass wir dann solche Spiele auch verloren haben, ganz einfach. Und umso schöner ist es, wenn du diese gewinnst und die musst du dann ernst nehmen auch. Eigentlich ist es einfacher, gegen Bayern München am ersten Spieltag zu spielen, vielleicht nicht gerade in München, aber zu Hause, als gegen Darmstadt, weil gegen Bayern München erwartet keiner was. Aber gegen Darmstadt erwartet jemand oder erwarten die Fans dann einen Sieg und wehe, das passiert dann nicht. Ja, und man muss vielleicht dazu sagen, man hat sicherlich bei Darmstadt gesehen, dass einfach zwei Schlüsselspieler gefehlt haben mit Sulu und Niemeyer, die letztes Jahr dabei waren. Das darf man in der Tat nicht vergessen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie du so ein Spiel angehst. Oft gibt es ja so Spiele, dann sagst du, wir machen erstmal zu Hause die Spielkontrolle, irgendwann wird sich die Qualität durchsetzen. Du gehst wahrscheinlich auch auf den Platz bei diesen, also ich habe noch nie Temperaturen als Ausrede akzeptiert, weil das sind Leistungssportler, die dafür trainieren, aber es war natürlich schon echt unangenehm am Samstag und ich hatte das Gefühl, du hast vielleicht auch als Gegner, als Darmstadt am Anfang gedacht, na, mal gucken, wie die anderen sich sortieren und ihr wart wirklich so, dass du in den ersten 5 Minuten wirklich gedacht hast, da spielt ein Oberligist gegen den Bundesligist und das war halt euer Stempel, den ihr aufgedrückt habt und nach dem 1:0 haben sie ja dann auch sich ein bisschen besser sortiert. Also ich finde, als Fazit kann man drunter schreiben, Darmstadt war wirklich schlecht, weil sie noch nicht sortiert waren und weil ihnen wichtige Leute gefehlt haben. Aber du musst so eine Vorlage erstmal nutzen und deshalb finde ich, dass der FC das uneingeschränkt richtig gut gemacht hat. Ja. Also es gibt ja vor allem, glaube ich, vor allem zwei Sorten FC-Fans. Die einen eben, die immer direkt vom Europacup träumen, die anderen, die eher immer so ein bisschen fatalistisch sind und denken, oh Gott, hoffentlich rutschen wir nicht unten rein. Ich denke mal, die wichtigste Lehre vom ersten Spieltag war, so viele Verletzte kann der FC gar nicht haben und so viele Fehler kann er gar nicht machen, dass er in der Saison hinter Darmstadt und Bremen landet. Ja, wahres Wort gelassen ausgesprochen, aber ich glaube, das Ding ist aus. Warte mal. Ja. Nimm das hier, das ist, ja, glaube ich, für den Mann. Ich glaube, das leg mal weg. Nimm das mal weg. Ja, arbeiten wir mit. Liegt vielleicht auch an der Stimme. Wirkliche Herausforderung. Ja? Also ich glaube, wir beide haben gar nicht so weit voneinander entfernt die Stimmlage. Aber okay. Ja, wir wollen aber mal über die Spieler reden, weil wir haben natürlich auch neue Spieler gesehen und da frage ich auch mal Manfred Schmidt. Rudnevs, Artems Rudnevs, der Thomas kennt ihn sehr gut, hat ja auch schon seine Meinung dazu gesagt, weil der HSVer sozusagen ihn auch aus der HSV-Zeit gut kennt. Und ich habe ihn schon vor dem ersten Spieltag gelobt. Ne? Hast du getan, ja, und das hat sich bestätigt. Also ich muss ehrlich sagen, Thomas, Chapeau, also jetzt für ein Spiel gebe ich dir vollkommen recht. Der Mann hat also wirklich das Spiel belebt und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er ja schon länger da spielt. Wie habt ihr ihn gesehen und mit welcher Aufgabe ist er ins Spiel gegangen? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass wir eigentlich mit Art und Weise, wie er gespielt hat, sehr, sehr zufrieden waren. Wir haben eigentlich das bekommen, was wir erwartet haben. Einen Spieler, der sich hundertprozentig für die Mannschaft einsetzt, der
90 Minuten unterwegs ist, der sich viele Torchancen erarbeitet, der nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Aber man darf auch für ihn nicht vergessen, dass er lange Zeit nicht gespielt hat, eigentlich immer nur Wechselspieler war, kaum Einsätze gehabt hat. Bin überzeugt, wenn er wirklich topfit ist, dass er uns noch mehr helfen kann. Aber er hat in diesem Spiel schon sehr, sehr gut angedeutet, was möglich ist. Woran machst du das fest, dass er auch mal eine falsche Entscheidung trifft? Ich meine, man macht ja nie alles richtig, aber so... Nein, aber es hat die eine oder andere Situation gegeben. Wenn er vielleicht ein bisschen frischer im Kopf ist, wenn er fitter ist, dann trifft er die richtige Entscheidung und spielt vielleicht den Ball noch einmal quer oder hat vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder vor dem Tor, um den Ball dann einfach gedeckt zu spielen. Und um das geht es einfach. Aber wenn man gesehen hat, wie sich der für die Mannschaft eingesetzt hat, wie der gelaufen ist, dann ist es auch nicht wichtig, ob er Tore erzielt, weil einfach die anderen Mitspieler von ihm profitieren. Da hat man auf jeden Fall in dem Spiel deutlich gemerkt. Also ich habe das Gefühl, dass die anderen haben auch davon profitiert. Auch Höger, also auch jetzt als neuer Spieler, hat sich sofort eingefunden. Ich meine, in der Mannschaft ist ja sehr eingespielt. Ja, da reinzukommen scheint nicht so schwer zu sein, wenn man die aufnimmt. Es waren ja im Endeffekt auch nur zwei und dann sollte in der Vorbereitung gelingen, zwei Spieler zu integrieren. Rausch hätte wohl normalerweise auch gespielt, aber... Das einzige Problem, was ich gesehen habe, also ich fand Rudnevs auch sehr, sehr stark. Er ist wirklich schnell, er kämpft, er macht Räume, er ist wirklich ein Supermann. Es war schon so das Gefühl, dass wir jetzt mit Bittencourt eigentlich einen zweiten Mann haben, wo wir das Gefühl haben, so wirklich torgefährlich ist er nicht, obwohl er da vorne spielt. Das war so, die beiden waren so ein bisschen die personifizierte das Torgift am Samstag. Und Bittencourt auch, also er hat überragend gespielt. Also wenn er noch ein Torjäger wäre, dann wäre er schon längst Nationalspieler und ich weiß nicht, wo er dann spielen würde. Das ist so ein bisschen das Problem in solchen Spielen, was man am Samstag sieht, aber das ist ja dann doch Jammern auf hohem Niveau. Aber ich denke, das Schöne ist ja doch, wenn man Spieler hat, die sich diese Torchancen erarbeiten. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn wir heute ein Spiel spielen und wir kommen zu keinen Torchancen, dann hätten wir ein großes Problem, das wahrscheinlich irgendwo in der taktischen Ausrichtung, in der körperlichen Fitness oder auch in der Qualität der Spieler liegen würde. Ich glaube, mit der Chancenverwertung ist das geringste Übel, das wir zu bearbeiten haben. Leo Bittencourt zum Beispiel ist jemand, der 100% jedes Training geht. Es macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen im Training, wie der arbeitet, wie professionell er ist auch und der ärgert sich selbst am meisten. Also wenn man ihn beobachtet, der ist extrem ehrgeizig, aber er gibt nie auf. Das ist kein Spieler, der ein, zwei Chancen vergibt oder der Fehler macht und sich dann versteckt, sondern er probiert es immer und immer wieder und irgendwann wird ihm das gelingen, seine Tore zu machen. Und wenn er die auch noch macht, dann bin ich froh, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Ja, bei einem Verein wie beim FC muss man ja vielleicht auch sagen, also wenn du jetzt einen Spieler bekommst, der dir 20 Tore garantiert pro Saison, also den suchen die Positionen 8 bis 1, also die 8 Clubs in Deutschland, die jetzt noch vor dem FC stehen, auch natürlich. Und du musst also auf Spieler auch setzen, die aus einer Nische kommen. Die Rudnevs hat im ersten Jahr 14 Tore beim HSV geschossen in der neuen Liga, ist ein Abschlussspieler. Dann gab es Ärger, weil Frank Arnesen, sein Förderer, war weg. Dann haben verschiedene Trainer ihn nicht eingesetzt. In der Vorrunde, du hast eben schon mal gesagt, hat Labbadia ihn nochmal zurückgeholt. Dann gab es in der Rückrunde wohl auch irgendein Problem. Aber ich glaube, es tut ihm einfach gut. Neue Umgebung und er ist jemand, der auch das Publikum immer mitreißt, weil er immer alles gibt, der grätscht vorne, der macht Räume, trifft vielleicht mal eine falsche Entscheidung, weil er auch so viel läuft. Dann sagt man ja oft, wenn die Kraft ein bisschen am Ende ist, auch mal die Konzentration weg. Aber der weiß schon, wo die Kiste steht. Also man muss sich keine Gedanken machen, dass Rudnevs nicht weiß, wo das Tor ist. Und was machst du wieder für... Phrasenschwein. Du hast gerade... Der weiß schon, ganz wo die Kiste steht. Mal, wenn du mit deinen Phrasen... Das Ding wäre schon so voll, ne? Jetzt sag ich mal was über Rudnevs und du attackierst mich hier direkt wieder. Wahnsinn. Du kennst das doch. Also, ja, das muss so sein. Ich kann nächstes Mal gerne so ein Schweinchen mitbringen, aber ich find den Punkt hochinteressant. Also der FC, der sucht sich ja auch Spieler raus, die dann tatsächlich eher charakterlich in das Profil passen und dann halt... Das macht ja den Verein auch so ein bisschen aus. Also der Verein ist schon sehr familiär angelegt. Also ihr kommt auch über die Fans und die Stimmung, ihr haltet alle zusammen. Das ist schon so ein bisschen dieses Pech und Schwefel, diese Mentalität. Das finde ich auch gut. Deswegen glaube ich, dass Rudnevs schon einer ist, der es wahrscheinlich bei den 17 anderen Bundesligisten viel schwerer gehabt hätte. Deswegen also einerseits Kompliment dafür. Andererseits Rudnevs Höger. Höger bin ich ein bisschen gespalten, was es angeht. Der Warum? Der muss mich noch überzeugen. Der hat mich in den Jahren zuvor... überhaupt nicht überzeugt. Und in Köln hat er jetzt eine neue Chance, also liegt da natürlich auch an dir, das hinzukriegen. Da können wir im vierten, fünften Spieltag gerne mal drüber reden. Ich freue mich auch, wenn er es schafft. Was mich so ein bisschen wundert und dann auch interessiert, und ich hoffe, dass du es mir beantworten kannst.
Normalerweise, also so früher hat man immer so den Grundgedanken gehabt, ja, zwei Stürmer im System sind gut, einer groß, wuchtig, kräftig, einer klein, dribbelstark, vielleicht schnell, so dieses Janker-Elber-Prinzip. Und davon hat der FC lange Zeit Abstand genommen und jetzt endlich ist man da. Ich glaube, das funktioniert auch mit Rudnevs und mit Modest. Das ist ja genau dieser Gegenpart. Ich finde es schön, dass es harmoniert und dass es passt. Aber ich frage mich trotzdem irgendwie, du weißt schon, was kommt, ne? Ja, frag. Ich versuche auch so ein bisschen die Fansicht einzunehmen. Ich frage mich, warum man dem Simon Zoller die Chance nie gegeben hat, um Modest rumzuschwirren, weil Zoller ist für mich eher ein Mittelstürmer als ein Außenspieler. Lauter! Wir kennen den Zoller-Fan. Nee, also ich habe das beobachtet und Zoller hat seine Qualitäten halt im. Also ich muss. Ich habe ganz benutzt. Ich muss da schon sagen, kann da nur recht geben. Simon Zoller ist ein hervorragender Spieler mit unglaublichen Qualitäten, der aber auch immer wieder seine Chancen bekommen hat. Das ist nicht so, dass er bei uns keine Chance erhält, so wie jeder andere Spieler. Ich glaube, das kann man bei uns deutlich erkennen, dass wir eigentlich auf Namen wenig Wert legen, weil es uns wichtig ist, dass die Leistung im Training und im Spiel passt. Wenn jemand seine Leistung nicht bringt, dann spielt ein anderer. Deswegen hat man den Peter Stöger noch nie jammern gehört, wenn einmal ein Spieler ausfällt, verletzt ist, gesperrt ist, dann spielt der Nächste. Das war ja jetzt auch so, wenn ich da ganz kurz mal reingrätschen darf. Viele haben ja auch mit Dominik Heinz jetzt gerechnet, gespielt hat er aber nicht. Ich meine, die Breite des Kaders, das gibt euch jetzt schon ganz andere Variationsmöglichkeiten. Ne? Also dann, wenn der eine vielleicht mal 1% hinter dem anderen steht, ja, dann kommt halt der andere ran. Ja, natürlich, das war ja unser Ziel und der Peter hat es, glaube ich, auch schon erwähnt in einem Interview, dass wir einen sehr, sehr guten Kader jetzt haben, auch in der Breite her, dass wir auch reagieren können, wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren. Wir haben für jeden Spieler jetzt irgendwo eine größere Drucksituation, das heißt, es kann sich keiner ausruhen. Man merkt das in der Trainingsqualität, also die letzten Jahre waren auch sehr, sehr gut, aber man hat heuer gesehen, dass sich keiner mehr ausruhen kann, selbst Spieler wie Modest oder auch andere merken jetzt, dass der Spieler dahinter nachkommen, dass sie jederzeit ersetzt werden können. Auch wenn sie über Jahre jetzt gespielt haben und viele Einsätze gehabt haben. Und das ist was uns auszeichnet und was uns natürlich als Trainer sehr, sehr hilft. Bevor ich den Michael gleich mal auf seine ganz spezielle Situation am Samstag anspreche, habe ich noch eine Frage, die so darauf abzielt, in die Richtung, dass ein Hector jetzt zum Beispiel nicht im Mittelfeld gespielt hat, was man ja eigentlich geplant hatte. Und da hatte man ja auch mit Mladenovic gerechnet, aber dann hat Hector doch auf links gespielt. Was hat denn Ausschlag dafür gegeben? Ich weiß, wo du hin willst oder auf was du hinaus willst. Wir haben auch die ganze Vorbereitung sehr, sehr viel damit beschäftigt, mit der Dreierkette. Das heißt, ein neues System einzustudieren, mit neuen Spielern teilweise, neue Taktik auszuprobieren, ein bisschen höher zu attackieren. Vielleicht der nächste Schritt wäre es natürlich, mit der gesamten Mannschaft höher zu stehen, so wie jetzt gegen Darmstadt, einfach früher zu attackieren, um gewisse Automatismen einzustudieren, damit die Spieler mehr Lösungsmöglichkeiten auf dem Platz haben. Das heißt, wir haben das System nicht nur einstudiert, damit, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt vom ersten Spieltag an damit spielen, sondern um den Spielern neue Möglichkeiten zu geben, um den Spielern Reaktionsmöglichkeiten am Platz zu geben. Das heißt, aber auch für gewisse Mannschaften andere Spielsysteme einzusetzen im Laufe der Meisterschaft. Und das hilft den Spielern sicher sehr. Zur Aufstellung muss ich sagen, dass wir uns natürlich ganz genau mit Darmstadt befasst haben. Es ist schon so, dass wir schauen, wer spielt Sturmspitze, wer passt als Innenverteidiger am besten darauf, wer spielt auf den Außenbahnen. Wenn man Freddy Sörensen anspricht, hat, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass der auf der rechten Position spielen wird. Jeder hat gewusst, dass am Ende der Saison sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und wir wussten auch, dass dort mit Heller ein sehr, sehr guter Spieler von Darmstadt kommt, der wenig Wert auf die Defensive legt, der sich immer wieder wegschleicht, auf Situationen wartet, um Umschaltspiel zu generieren, um einfach dem Gegner weh zu tun. Aber wir wussten auch, dass es kein mutiger Spieler ist. Und mit Freddy Sörensen hatten wir, glaube ich, unseren fast zweikampfstärksten, robustesten und kompromisslosesten Spieler dorthin gespielt, der ein sehr, sehr gutes Passspiel hat. Und man hat gesehen, dass das ganz gut gewirkt hat. Also
wir versuchen schon, auch wenn es nicht immer so wirkt, etwas dabei zu überlegen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Und oft ist auch ein Trainer auf der anderen Seite, der sich leider auch etwas einfallen lässt. Ne? Das, ja, die sind so gemein. Also das ist nun mal so im Fußball. Nein, deswegen frage ich ja, weil man natürlich auch versuchen will, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Jetzt sind wir ja alle keine Trainer, oder die wenigsten jedenfalls hier. Wir sind alle Trainer, wir sind trotzdem nicht, Michael. Jetzt komme ich aber mal zu dir, weil du hast ja auch, ich meine, das hat es ja glaube ich in diesem Jahrtausend noch gar nicht gegeben, dass ein Spiel so lange unterbrochen war, wenn es das überhaupt schon gegeben hat. Nee. Ich muss jetzt mal so kleine konstruktive Kritik loswerden. Ich wusste 3 Minuten lang überhaupt nicht, was los ist. Ich habe diesen Witz gar nicht gesehen. Ne? Sondern auf einmal rennen alle raus. Es kommt überhaupt keine Information erstmal. Wart ihr von der ganzen Sache auch überrascht? Seid ihr vorgewarnt worden mit dem Wetter? Oder erzähl mal ein bisschen, wie das so abgelaufen ist. Ja, gerne. Es gibt ja Apps, die dir sagen, wie das Wetter werden könnte, eventuell. Ja, da hat sich schon relativ früh abgezeichnet, dass ein Gewitter Richtung Rhein-Energiestadion zieht. Und dann wurde es ja auch dunkel und es wurde immer schwüler. Und irgendwann kam schon vom Osten aus gesehen, auf der linken Seite hinter der Westtribüne kamen die ersten Blitze. Dann fing es auch heftig an zu donnern, sehr laut. Und wenn Blitze und Donner ziemlich eng zusammen sind, weißt du, dass das Gewitter relativ nah ist und fast über dir. Und dann hat der Schiedsrichter relativ schnell reagiert. Wir haben dann die Anzeigetafel entsprechend präpariert mit dem Spruch, der drauf war. Ich habe dann auch noch was dazu gesagt. Und wir wollten das alles ganz, ganz ruhig und beruhigend auch machen, damit da nicht irgendjemand sich Gedanken macht, um Gottes Willen, jetzt passiert mir was. Dann haben wir ja auch deutlich gesagt, das Beste, die bleiben auf den Plätzen, das Gewitter zieht rasch vorbei und dann geht es auch weiter. Das fand ich auch gut, ja. Also. Und es muss auch sagen, dass ich so eine Situation auch noch nicht hatte. Ich gehe jetzt 52 Jahre zum FC, ich habe noch kein Spiel erlebt, das, also wo ich dabei war, zumindest das Ding Gewitter abgebrochen oder zumindest unterbrochen wurde. Also gut, das ist ja alles erstmal das Erste. Ich hatte auch noch nie, früher auch noch nie einen Schiedsrichter gehabt, der dann auch nicht mehr kam und all solche Geschichten. Es gibt alles halt. Ja. Also, alles beim FC. Ganz kurz, ich habe da noch einen kurzen Nachfall. Ihr könnt das gleich mitbehalten. Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe am nächsten Tag auf Sport 1 gesehen, ihr hattet auch so einen Moment. Was dann? Da knallt auf einmal dieser Scheinwerfer. Du hast die erschrockenen Gesichter gesehen. Und auch jeder denkt ja momentan in diesen Zeiten, da ist irgendwas passiert. Auf einmal rennen alle Spieler raus und weiß eine Sekunde lang oder ein paar Minuten lang oder anderthalb Minuten lang nicht Bescheid. Und da ist natürlich auch ein Stadionsprecher, hast du ja eine verdammte, ja, soll ich sagen, Verantwortung, 50.000 Leute, sozusagen, zu beruhigen. War das für dich auch eine Situation, wo du gesagt hast, da bist du völlig gelassen mit umgegangen oder warst du schon angespannt? Nee, grundsätzlich hast du immer eine Verantwortung als Stadionsprecher, gerade bei solchen Großereignissen, wenn 50.000 da sind, aber ist auch egal, wenn 10 da sind oder 50.000. Du musst halt gucken, wenn irgendwas ist, was Ungewöhnliches ist, dass du so schnell wie möglich das Publikum und den Zuschauer beruhigst. Angespannt in dem Sinne war ich nicht. Ich habe dann versucht, auch locker zu sein, habe das ja versucht, locker und leicht rüberzubringen, ohne dass da irgendeine Panik passiert. Und das Faszinierende ist eben auch immer wieder Köln, das ist ja mit unseren Fans so sensationell. Die 10 Minuten wurden dann halt auch nur gesungen. Da hatten wir dann die lachende Rhein-Energie-Arena, sage ich jetzt mal, in dem Bereich. Und dann haben die sich die Zeit wunderbar vertrieben. Und da kam auch bei Zuschauern, die in meiner Nähe sind oder so, nie irgendeine Angst oder ein Unwohlsein auf. Das hat man so hingenommen, wie es ist. Das Gewitter ist auch schnell abgezogen. Gut, dann kam dann noch der Hagel, das war noch was anderes, oder hatten dann mehr die Spieler Probleme mit als die Zuschauer. Ja, die konnten auch Tischtennis spielen. Thomas, du wolltest noch was sagen. Ich wollte nur sagen, wenn du auf der Westtribüne gesessen hast, ich glaube, das Gewitter war ja wirklich genau über dem Stadion. Also ich habe irgendwann gedacht, liegt es vielleicht an den 8 Kölsch, die ich schon getrunken habe oder sowas, weil bei mir war es noch relativ hell, wo ich hingeguckt habe. Ja, bei mir auch. Das war hinter der Westen. Genau, das ist halt richtig so eine Wetterscheide fast gewesen mit dem Gewitter. Ne? Und deshalb habe ich auch gedacht, warum laufen die jetzt alle da rein? So, Ahlenfelder hat ja, glaube ich, nach einer Stunde schon mal abgepfiffen irgendwann, ne? Der Schiri. Aber also ich habe es jetzt auch nicht als besorgniserregend empfunden. Und spätestens, als man dann doch mal ein bisschen darauf geachtet hat und die Blitze, dieses Flimmern dann da war. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, so eine kuriose Situation, dass sich genau über dem Stadion ein Gewitter entlädt und du guckst hinten in den Himmel, 2 Kilometer weiter ist es blau. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die Leute nicht genau wussten, was los war. Ja, überhaupt verstehst du das als Fan ja nicht, wenn du nichts mitkriegst und dann wird abgebrochen und nachher fallen solche Eier vom Himmel und die spielen einfach weiter. Ich glaube, es gibt beim Gewitter einfach eine Vorgabe an den Schiedsrichter. Das war natürlich seltsam, dass das so plötzlich ging. Aber was mich interessiert, man hat ja jetzt rausgehört, dass ihr
wahrscheinlich und logischerweise nicht vorbereitet wart darauf. Wer hatte denn dann die Idee, einfach mal kölsche Lieder einzuspielen? Kam das auch spontan oder? Also ich glaube, da brauchen wir keine Idee zu haben. Also erstmal, wir haben direkt als die Pause war und als die Spieler reingingen, haben wir diese Anzeigetafel vorbereitet. Ich kam ja auch relativ schnell die Durchsage und dann fingen die eigentlich schon selber an, kölsche Lieder zu singen. Ne? Also die haben angefangen? Die haben angefangen, die Fans haben ja angefangen. Ihr seid eingestiegen. Wir sind dann ein bisschen eingestiegen, um das noch ein bisschen zu verstärken, aber nur im Hintergrund. Und das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe, in Köln und mit unseren Fans, da brauchst du auch, ich sage das jetzt mal ganz offen, als Stadionsprecher keinen Marktschreier, der denen das vormacht oder den Hampelmann da vorne spielt. Die machen ihre Stimmung und singen selber, das ist toll, faszinierend und das macht einfach auch riesen Spaß. Jetzt mal von der sportlichen Seite, ja. Was habt ihr gemacht in diesen 10 Minuten? Also habt ihr mit denen gesprochen, also haben sie sich warm gehalten? Erzähl mal. Natürlich ist die Mannschaft in die Kabine gegangen, jetzt haben wir wieder frisch gemacht, frische Trikots angezogen. Das ist natürlich eine optimale Möglichkeit, um gewisse Dinge anzusprechen. Du versuchst mit den Spielern zu kommunizieren, auch mit den Führungsspielern teilweise dich auszutauschen, was gibt es für Probleme, wie seht ihr das? Und dann vermittelst du ihnen, wie das von draußen wirkt, 2, 3 kleine Tipps, was sie verändern müssen. Und ja, dann ist die Pause eh schon wieder vorbei. Aber wie eine Auszeit. Meine Frage zu dieser Unterbrechung ist, die Unterbrechung kam ja euch nicht so gelegen wie den Darmstädtern, weil die Darmstädter, die haben ja bis dahin scheiße gespielt und danach auch noch scheiße gespielt. Gott sei Dank für euch. Wir haben so gut gespielt. Ja, natürlich, selbstverständlich. Inwieweit habt ihr eure Spieler darauf vorbereitet, dass es für die Darmstädter eine ganz gute Unterbrechung ist und dass die jetzt, also die hatten ja jetzt quasi eine Halbzeit mehr, dann nochmal einzuwirken? Das war euch ja bewusst, nehme ich an. Also wir haben sie in dieser Situation nicht mit Darmstadt beschäftigt. Wir haben versucht, diese 2, 3 Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, abzustellen und haben ihnen ganz klar gesagt, dass wir wieder so ein Spiel starten müssen, so wie in den ersten Minuten, dann wird es ganz klar sein, wer als Sieger vom Platz geht. Habt ihr denn befürchtet, dass das Spiel abgebrochen wird? Weil sportlich hättet ihr keinen Punkt abgegeben an dem Tag. Ich glaube auch nicht, dass wir sportlich einen Punkt abgegeben hätten. Natürlich wäre es schade gewesen, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre. Ich weiß auch nicht, wie das dann gewertet worden wäre, je nach dem Zeitpunkt, wann es abgebrochen wird. Aber ja, wir haben unsere Spieler auf die Räder gesetzt, damit sie warm bleiben und damit sie dann relativ warm wieder rausgehen und das Spiel weitermachen können. Und ja, kann man eh nicht einwirken. Wenn es so gekommen wäre, dann hätten wir uns wieder vorbereitet auf dieses Spiel und versucht, das besser zu machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann den Spielern erzählt, Achtung, jetzt muss aber vorsichtig sein, die Darmstädter können jetzt stärker rauskommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das so anspricht, die eigene Mannschaft noch zu verunsichern. Aber interessant war ja auch, dass er eigentlich die Pause uns mehr gebracht hat. Wir haben ja lange auf das 2:0 gewartet. Weil man gut, man ist zwar überlegen, man hat riesen Torchancen, weil man führt nur 1:0. Irgendein dummer, abgefälschter Ball, wie auch immer, führt dann zum 1:1. Dann sind die 3 Punkte weg. Und 5 Minuten nach der Unterbrechung fiel ja dann auch direkt das 2:0. Eigentlich hat es uns fast mehr geholfen. Letzten Endes haben wir das Spiel gewonnen. Und hat auch Unterbrechung oder nicht, das hat nichts geschadet. Aber letzten Endes... Die 3 Punkte sind auf Seiten des 1. FC Köln geblieben. Ja, wir werden gleich eine kleine Pause machen. Ja, weil ich denke, so, alle wollen mal eine rauchen gehen oder so. In etwa 7-8 Minuten, da halten wir es klar, wie ich drauf, also wirklich nur eine Zigarette. Kommt ihr bitte alle wieder, weil dann geht es weiter. Und dann reden wir mal so ein bisschen über das, was hier der Jochen Stutzki jetzt schon gesagt hat, was er schon gesagt hat, der Holger Schmidt, nämlich der FC tatsächlich ein Kandidat für die Euroleague. Also, machen wir gleich. Nach der Pause, wir sehen uns wieder. Bis gleich. Da ist keiner laut hier. Auch an die Raucher draußen, bitte reinkommen, wir machen weiter. So, lass uns doch mal bitte weiter über Fußball unterhalten, der Thomas macht das schon, vielen Dank. Auch du musst natürlich jetzt wieder der Disziplin hier fügen, ne? Klar. Nein, Schatz beiseite. Ich wollte den Manfred Schmidt noch was fragen. Und zwar haben wir heute, habe ich eben gerade erfahren von Holger Schmidt, weil ich habe das in der Vorbereitung nicht mitbekommen, dass Salif Sané wohl untergekommen ist, aber halt nicht beim 1. FC Köln, sondern beim nächsten Gegner, Wolfsburg. Ne? Hat er noch ein bisschen damit gerechnet oder gehofft, oder war das Thema wirklich erledigt? Das Thema war wirklich erledigt für uns, weil es einfach nicht möglich ist, mit unseren finanziellen Mitteln da mitzuhalten.
Man darf auch nicht vergessen, so wie es vorher schon angesprochen wurde, wir suchen natürlich Spieler, die in das Mannschaftsgefüge passen. Salif hätte perfekt dazu gepasst, die Qualität hat er, das sieht man immer wieder, das beweist auch, er wäre ein Spieler gewesen, der uns sicher besser gemacht hätte. Aber wenn du gewisse Beträge für Spieler bezahlst und dann das Gehaltsgefüge sprengst, dann macht das auch was mit der restlichen Mannschaft, mit einer Mannschaft in der Kabine, dann ist das nicht fair gegenüber anderen Spielern, die in den letzten zwei, drei Jahren sich den Arsch aufgerissen haben für den Verein und dann kommen neue und verdienen es trotzdem dreifach. Da haben wir wirklich gute Leute mit Jörg Schmadtke und ganzer Vorstand und auch Peter Stöger, die das nicht zulassen. Und ich finde das vollkommen richtig. Sehr schön. Also ich finde es auch vollkommen richtig, dass ihr A, das vor allem, das ist noch das viel Wichtigere, mit dem Gehaltsgefüge nicht gemacht habt, aber auch, dass ihr natürlich einen gewissen Transfer-Ablöse-Wahnsinn nicht mitmacht. Die Frage, die man sich aber natürlich stellt, ist... Was ist er weggegangen? Ich weiß nicht mehr, was er weggegangen ist. Okay. 8 oder 10 oder so. Bis 5 oder 6 Millionen war der FC offenbar noch in der Verlosung drin. Das heißt, der Verein wäre bereit gewesen, diese Summe auszugeben. Ich glaube, seitdem ist keiner gekommen, keiner abgegeben worden. Also müssten eigentlich bis übermorgen noch 5 bis 6 Millionen im Pott sein. Für wen gehen die denn raus? Gut, auf du es fragst. Darf ich? Hört man mich jetzt überhaupt mal über dieses Mikro? Da nehme ich wieder das einmal, dann knallt das richtig wieder. Ja. Wir haben das alles mitgemacht, liebe FC-Fans, viele, viele Jahre lang, dass wir eine Mannschaft hatten, die man nicht als Mannschaft identifizieren konnte, wo viele, viele Spieler viel zu viel Geld bekommen haben, wo das Gefüge in der Mannschaft nicht stimmte, nicht jeder für den anderen gelaufen ist. Und ich bin dankbar und froh, dass wir dann auch mal auf einen Spieler verzichten, der vielleicht dann die Qualität erhöht könnte kurzfristig, aber insgesamt das gesamte Gefüge durcheinander bringen würde. Es war damals mit Podolski ähnlich, muss man so sagen, obwohl ich ihn sehr, sehr mag, den Lukas Podolski, ist nicht seine Schuld gewesen. Ich wäre auch froh, wenn er in irgendeiner Funktion, wenn er mal seine Karriere beendet hätte, beim FC wieder ist, in irgendeiner Form, ob es im Marketing ist oder im Jugendbereich, was auch immer, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber das war damals das große Problem, deshalb sind wir 2012 unter anderem auch abgestiegen, weil einfach das Mannschaftsgefüge nicht mehr passte. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr, sehr toll, wie es jetzt gemacht wird, dass das Geld, was übrig geblieben ist, wurde von Spritz, diese 5 oder 6 Millionen, dass man die in die eigenen Spieler investiert, eben dadurch, dass man Timo Horn gehalten hat, dass man unseren Nationalspieler Jonas Hector gehalten hat, dass man Modest gehalten hat und ja, man hätte die auch alle verlieren können mit anderen Wochen. Und da musst du erstmal Ersatz finden und dann bist du ganz schnell das eingenommene Geld wieder los. Was du hast, ne? Ja, ist es jetzt wirklich so, dass das in den Nachwuchs fließt oder gibt ihr die noch aus, die Kohle? In den Nachwuchs fließt es natürlich nicht. Wir haben sehr, sehr viel oder der Verein hat sehr, sehr viel investiert, was Infrastruktur betrifft. Wir alle mitbekommen haben, würden wir gerne ein neues Trainingszentrum bauen, was für den ganzen Verein sehr, sehr wichtig wäre, um die Spieler wirklich gut und gezielt auszubilden auf geeigneten Fußballplätzen dazu. Ist im Moment schwer möglich, aber natürlich ist noch Geld auf der Seite, was einerseits sehr, sehr beruhigend ist, denn es kann auch die Möglichkeit sein, dass wir den einen oder anderen Spieler im Winter vielleicht noch verpflichten müssen oder brauchen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr weitsichtig gedacht. Und wenn sich die Möglichkeit auftut, also ich habe jetzt nicht mit Jörg Schmadtke gesprochen und auch nicht mit den anderen Verantwortlichen, ist auch nicht mein Verantwortungsgebiet, aber ich gehe davon aus, dass sie bereit sind, um zuzuschlagen, wenn es eine Möglichkeit geben würde, von dem gehe ich mal aus. Also das Trainerteam sagt jetzt nicht, bis zum 31. die 5 Millionen oder von mir aus auch 3 davon bitte in Spieler XY investieren. Ich glaube, dass man das Trainerteam, ganz besonders Peter Stöger, nie irgendwo jammern gehört hat, wenn wir nicht gewisse Spieler bekommen haben, wenn nicht die Möglichkeit da war, um die Mannschaft so zu verstärken, dass wir, wenn es überhaupt möglich ist mit Geld, sofort vorne angreifen können. Also wir wissen schon, als wir gekommen sind in die zweite Liga, dass der Verein große Probleme hatte, dass wir lange Zeit wahrscheinlich brauchen würden, um so dazustehen, wie wir jetzt dastehen, dass es eine gewisse Zeit dauert, die nächsten Schritte auch zu machen. Natürlich haben wir jetzt eine gesunde Basis gefunden, eine tolle Mannschaft, tolle Leute im Umfeld,
von den Fans ganz zu schweigen, das ist sowieso perfekt, wenn man das erleben darf jede Woche oder jede zweite Woche im Stadion. Aber wir wissen auch, dass die nächsten Schritte sehr, sehr schwer werden. Das sind kleine Schritte und da geht es darum, solche Spiele, die Favoritenrolle anzunehmen. Da geht es darum, Systeme einzulernen, einzustudieren, den Kader breiter und größer aufzustellen, um diese kleinen Schritte immer wieder zu machen. Jetzt Spieler zu holen, wo man sagt, man gibt das ganze Geld aus und garantiert es einem in der Euroleague oder sonst wo, dass wir es nicht spielen, das wissen wir genau. Und wir gehen eigentlich diesen Weg oder wir sind deswegen diesen Weg gegangen und haben unseren Vertrag auch deswegen so lange verlängert, um Step by Step die nächsten Schritte zu gehen und dann vielleicht vorne anzugreifen. Also das Thema Euroleague ist ja auch immer wieder ein Thema. Jeder, der genau informiert ist, weiß, dass wir in einer Zeit von Austria Wien weggegangen sind, wo sie Champions League gespielt haben. Und der Peter und ich und die ganzen Leute herum, auch Jörg Schmadtke hat das schon erlebt, wollen natürlich irgendwann dorthin. Wir sind schon realistisch und wir wissen auch, dass wir in kurzen Schritten oder innerhalb kürzester Zeit diese Mannschaft und diese Struktur zerstören können. Und das wollen wir nicht riskieren. Also vielleicht dauert es noch länger. Wir haben auch das Ziel ganz klar ausgegeben. Wir wollen das letzte Ergebnis stabilisieren, halten, vielleicht sogar ausbauen und wieder erreichen, aber nicht mit allen Mitteln. Ich finde aber schon, dass gerade an der Personalie Sané schon ganz klar auch wird, wie schwierig es ist, von Position 9, ich sage jetzt mal auf 7, weil das hat sich ja schon geändert, 7 ist jetzt realistischerweise der Europa-League-Platz. Also ich habe ihn am Freitagabend in Bochum gesehen, es ist für die Preisklasse ein wirklich überragender Fußballer, das muss man wirklich sagen. Er ist zweikampfstark, er ist relativ geschmeidig, er kann von hinten einen Aufbau spielen, er ist ein sehr starker Kopfballspieler, also ich hätte mir ihn für den FC richtig gut vorstellen können. So, und jetzt kommst du halt genau auf die Frage, hast du ein bisschen Geld eingenommen, auch durch einen Transfer wie Gerhard oder sowas, und sagst dann irgendwann vielleicht zum Spieler, dass wir alle noch im Segment zwischen 6 und 8 Millionen, das ist ja eh Wahnsinn, über welche Summen wir mittlerweile reden, ne? So, da muss man natürlich den Spieler fragen, okay, du hast die Möglichkeit nach Köln zu gehen, volle Hütte, Manfred Schmidt sagt gerade, oder du gehst nach Wolfsburg. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Wolfsburg, gebe ich ganz ehrlich zu. Auf der anderen Seite, die greifen jetzt voll an, die wollen mit Gomez und Sané natürlich auch, Alof steht da unter Druck, du musst wieder ein Signal nach außen geben, weil du viel verloren hast. So, dann vergleichst du mal den Etat von Wolfsburg mit dem vom 1. FC Köln, die im letzten Jahr im ähnlichen Segment gespielt haben, Position 8 oder 9, dann weißt du auch, wie schwierig das wird, nach oben zu kommen. Und dann ist natürlich die Frage einerseits, du willst die Hygiene im Kader nicht zerstören, alleine weil jeder weiß, was der Sané verdient, wenn er kommt. Auf der anderen Seite wirst du irgendwann so einen Transfer machen müssen, so einen richtig guten, damit du den letzten Schritt machst. Ne? Und das ist im Moment die Schwierigkeit. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn er nach Wolfsburg geht, wenn er zum FC gehen könnte, ja, dann kann ich dann vielleicht von der Emotion und von der Stimmung auch nicht helfen. Oder dann muss er halt von der Also ich finde, man muss da Manfred Schmidt und dann auch Peter Stöger ein großes Kompliment machen, weil als Trainerteam, wenn man weiß, diese 5, 6 Millionen, die wurden schon mal bewilligt vom Verein für die sportliche Seite und man weiß, die Ansprüche sind gestiegen, wenn der FC irgendwie nach 12, 13 Spieltagen 10. ist, dann fangen schon die Ersten an zu murren, dann trotzdem nicht darauf zu bestehen, dass das jetzt unbedingt ausgegeben wird. Also ich kenne Trainer in der Bundesliga, die hätten jetzt längst schon viermal in der Öffentlichkeit deutlich gesagt, das Geld muss raus, ich brauche noch 3 Linksverteidiger und 2 Stürmer. Und das ist eben extrem gut und das ist auch ein Geheimnis vom FC gewesen, dass, wie du sagst, Peter Stöger nie neue Spieler gefordert hat, was dann aber auch gleichzeitig wieder heißt, dass er den anderen vertraut. Also wenn ich als Innenverteidiger lese, wir suchen noch 2 Innenverteidiger, dann denke ich immer, ja, brauchen die mich überhaupt noch. Und das ist was, was wirklich super ist beim FC. Ja, sehr schön. Ich denke, machen wir mal eine kleine Zäsur, weil die passt aber im Prinzip wunderbar da rein, weil... Lass mich mal zwei Sachen ganz kurz sagen. Ja, auch für kurz. Die erste Sache ist ja, warum sollten wir ausschließen, dass Spieler, die wir jetzt verlängert haben, die beim 1. FC Köln sind, irgendwann mal die Klasse erreichen, die vielleicht ein Sané schon hat? Warum sollten wir das ausschließen? Das kann passieren. Gerade bei dem Trainerteam auch, und das will ich jetzt hier nicht schmeicheln, aber da ist ja schon einiges passiert. Tut er nicht. Das Zweite, ich sehe schon die Schlagzeile nach dem Wolfsburg-Spiel im Express ganz groß. Sané schießt den 1. FC Köln zum Sieg durch ein Eigentor. Und
Mainz, der Vertrag ist dennoch geschlossen. Ja. Nur auf eine andere Art und Weise. Warten wir es ab. Ich wollte aber gerade über dieses Thema reden, weil ich habe jetzt bei Herrn Jochen Stutzki angeschaut, Sport 1 habe ich eine Analyse gelesen letzte Woche. Da sagte jemand, ich weiß nicht mehr, wer der Autor war, von wegen der 1. FC Köln, Träumereien sind keine Träumereien mehr. Das ist ein wirklich ernstzunehmender Kandidat für den erweiterten Bereich, der um die Europa League mitspielen kann. Ivo Ristic, glaube ich, oder Ristic, wie heißt der Kollege, ja, hat auch noch einen Kommentar geschrieben, den auch da sieht. Und ich würde gerne mal wissen, hat das Ansehen des 1. FC Köln, der jahrelang wirklich ein Chaos-Club war, das wissen wir selbst, das haben wir durchaus mitbekommen, wir waren ja dabei, und wir beim Stammtisch machen das ja schon seit 8 Jahren, wir haben deutlich andere Zeiten erlebt. Hat der 1. FC Köln mittlerweile ein anderes Standing bekommen, bundesweit? Immer besten das. Das ja? Das tun wir, das ist meistens weg. Nochmal weg, sag ich. Ja, also erstmal, wie weit darf ich hier ausholen? Nein, wenn Ivo Ristic das schreibt, dann hat er recht. Das muss ich auf jeden Fall. Das ist dein Chef, oder was? Er war früher mal mein Chef, aber ich schätze ihn sehr. Und ja, er schreibt nichts, weil er Bock dazu hat, sondern weil er es weiß und weil es seine Meinung ist und seine Meinung tendiert oft in die Richtung, in die meine auch tendiert. Und ich glaube, er hat den FC schon analysiert und die letzten Jahre beobachtet, bevor er das geschrieben hat. Und ich gebe ihm auch recht, denn in meinen Augen ist er, also ich sage es mal als Außenstehender, ich bin jetzt nicht so tief verwurzelt beim FC, hege aber Sympathien, bevor ihr mich bewerft. Der FC ist natürlich gereift und gewachsen und habe ich vorhin schon das Beispiel genannt. Beim FC ist es so, insgesamt in ganz Deutschland redet man viel und oft über Fußball. Und wenn man sagt, ja, was bist du für ein Fan? Also, ich bin Bayern-Fan. Schrecken 50% zurück und 50% sagen, ja, ich auch. Erfolgsfan, sonstiges. Beim FC habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass sich irgendjemand als FC-Fan geoutet hat und irgendjemand negativ reagiert hätte. Habe ich noch nie erlebt. Da hört es dann wieder rein. Wir waren doch also nie in Klasse. Ja, wer das tut, darf würfeln. Am Mittwoch bin ich in Gladbach, dann frage ich da mal nach. Und mein Hotel hier ist übrigens in Düsseldorf. Und das ist eine große Qualität. Ich erinnere mich gerne zurück. Also ich war tatsächlich mal in meiner frühen Kindheit FC Köln-Fan, ohne den Verein zu kennen. Habe ich dann abgewandt? Dann warst du nie Fan. Ja doch. Also meine Aufgabe, die ich mitgekriegt habe von Holger, ich brauche auf jeden Fall mein Buch. Ich dachte, das kommt jetzt, kriege ich aber nicht. Ich war wirklich mal Köln-Fan, so 85, 86, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit Hässler und Littbarski. Die fand ich großartig. Ja? Und dann hat es mich zu einem anderen Traditionsverein verschlagen und da bin ich dann auch treu geblieben, der übrigens in die gleiche Schublade gehört, das respektiert auch jeder, aber wenn man sich als Köln-Fan outet, dann sagt jeder, Charaktersache, Köln ist in Ordnung, da stehen die Fans dahinter. Und mein allererstes Spiel im neuen Stadion hier in Köln, das war 2006, 2007 bei Arena, Arena TV gab es damals den Sender und das war das Heimspiel, erster Spieltag glaube ich gegen Wacker Burghausen oder zweiter Spieltag. 5-1? 5-1 geworden, genau. Das war der erste Spieltag. Ich wusste, dass du es im Hinterkopf hast. 5-1. Dann Adil Chihi sogar 2 Tore gemacht. Lange ist her, ne? Er hat ja mal 3 Tore gemacht. Bitte weiter. Ja, und das hat mich total beeindruckt und das kannte ich vorher tatsächlich nicht aus keinem anderen Stadion in Deutschland, dass diese Hymne läuft, die vorhin lief und da fand ich euch übrigens ein bisschen schwach. Da erwarte ich mehr von Köln-Fans. Da muss ein bisschen mehr kommen. Mehr aus dem Herzen, mehr aus der Seele, wenn die Hymne läuft. Vielleicht können wir die nachher nochmal einspielen. Und da stand jeder auf und unser Aufnahmeleiter Bernd Hoff, ihr kennt den alle. Ja. Das soll ich auch schön grüßen. Der mich sofort angerufen hat, der Olympionike, dass ich hierher komme. Die standen auch von ihrer Hand auf die Brust und oh, alles. Und genau das verkörpert der FC für mich und somit glaube ich auch für die ganze Republik. Man steht hinter dem Verein, man hat den Charakter. Der Verein ist jetzt nicht nur, man ist halt mal Fan und geht mal hin, sondern entweder man ist Fan oder nicht. Und wenn man Fan ist, dann geht man hin, dann steht man dahinter und dann gehört der FC auch zur Familie. Und das ist der Schlüssel beim FC. Den kannte ich ja vorher nicht, deswegen kann ich so einladen. Also ich glaube, deswegen ist einer der Schlüssel, warum Peter Stöger so gut zum FC passt. Weil für mich ist es
die Österreicher und die Wiener im Speziellen sind ein ganz spezielles Volk. Und ich verehre die. Und da ist der Charakter ähnlich und deswegen passt das so gut. Schau, Wien und Köln. Beides Weltstädte. Ja. Vielleicht darf ich das nochmal ergänzen, ganz kurz. Du hast gesagt, es traut sich keiner zu sagen, oh Gott, ein FC-Fan, so irgendwie schrecklich. Es gibt diese Geschichte, wo der Mönchengladbach-Fan in die Kölsch-Kneipe kommt, das aber nicht mitkriegt, weil er schon sehr betrunken ist, und bestellt in der Kneipe einen Alt. Und es ist vorher sehr laut in dieser Kneipe, man unterhält sich und da hört jemand Alt und es wird ganz still in dieser Kneipe. Ne? Und der Gladbacher-Fan dreht sich dann um, sieht nur FC-Fans mit Schals und allem drum und dran, wird angestarrt von allen. Der Wirt guckt schon ganz komisch, guckt sich weiter um, ist ganz geschmückt mit FC-Schals und allem drum und dran. Und dann sagt der Wirt, was willst du, ne? Ich glaube, ich bin hier falsch, ne? Naja, ich gebe dir eine Chance, auf der Wirt, du würfelst jetzt, ne? Und wenn du 1 bis 5 würfelst, kriegst du hier Haue ohne Ende. Ach du Scheiße, was ist denn, wenn ich eine 6 würfle? Dann darfst du nochmal würfeln. Ja, klingt gut. Ja, wunderbare Sache. Jetzt haben wir auch eigentlich gar nicht richtig darüber gesprochen, über diese neue Einschätzung des 1. FC Köln. Und zwar wirklich jetzt auch außerhalb dieser Stadt, dass man diese Stadt anders wahrnimmt und vor allem diesen Verein anders wahrnimmt. Thomas, jetzt mal ernsthaft, du hast ja vorher im Express ein Interview gegeben, dass du den FC da noch nicht siehst. Was fehlt denn noch? Du meinst jetzt Richtung Europa League? Richtung Europa League, also dass sie ein Kandidat dafür sind. Ich rede nicht davon, dass sie es schaffen, ein Kandidat. Ja, gut, weil man einfach sagen muss, dass es 6 Vereine gibt, die meiner Meinung nach aufgrund des Etats, der Erfahrung, des Spielerkaders, muss man realistisch sagen, die stehen vor dem FC. Das sind, den ersten Namen sage ich nicht, irgendwie so ein Rekordverein irgendwie von der Isar, dann die beiden Westfalen-Vereine, dann der Verein, wo so ein großes Kreuz mit der Autobahn hängt, ne? Also, um mal ganz klar, Wolfsburg zum Beispiel, wo wir gerade drüber gesprochen haben, was haben die eine Kohle im Vergleich dagegen? Da kann ich ja nicht sagen, dass der FC vor Wolfsburg landet. Und auch das haben ja schon viele auch gesagt, selbst vom FC. Ich glaube auch, dass Gladbach einfach aufgrund der letzten 5 Jahre einfach weiter ist, das muss man einfach sagen. Wobei ich sage, dass der FC einen wirklich guten Weg einschlägt, der mich irgendwie sogar daran ein bisschen erinnert. So, da bist du schon bei 6 Vereinen, ne, die alleine schon mal weg sind. Und dann reden wir über einen Platz, der vielleicht noch frei ist. Und da hast du so viele Mannschaften, die von der Kohle, also ich meine auch Hoffenheim zum Beispiel, die haben mehr Geld als ihr oder sowas. Leipzig kommt auch irgendwann. Mein Verein hat sich auch ein bisschen bescheiden verstärkt. Ne? Dann hast du noch Vereine wie dann hast du Vereine wie Hertha BSC, irgendwie schlechte Anleihe oder sowas, weil es auch keiner, wo das ganze Geld. Also muss erstmal gucken, dass du dich von unten weghältst, weil also außer Darmstadt sehe ich jetzt gar nicht so viele Vereine, die sich nach unten absetzen dieses Mal. Und ja, und du hast natürlich auch die Frage, das hat mir deshalb gegen Darmstadt gut gefallen, weil du ein Spiel in der Favoritenrolle spielerisch angenommen hast. Aber ich glaube, wenn du jetzt, und ich glaube, ihr habt doch danach gesucht, wenn du so einen Spieler hast auf der 10, der ein statisches Spiel mal aufreißen kann. Ich weiß, dass man sicherlich denkt, Bittencourt macht einen Schritt, vielleicht kommt Jojic auch nochmal. Aber das wäre vielleicht jemand gewesen, wo du gesagt hättest, ein Zehner mit Tortrang. Dann hätte ich gesagt, okay, deshalb meine ganz klare Prognose war 8 bis 10. Aber natürlich kann eine gute Saison, Hertha ist letztes Jahr auch 7. geworden, Mainz ist es geworden, Augsburg ist es geworden. Natürlich ist das möglich, aber da muss sehr, sehr viel passen. Und da bin ich schon einfach bei den Verantwortlichen. Wenn du 9 wieder erreichst, das wird eigentlich schon schwer genug. Aber ein guter Start kann dich natürlich auch durch die Saison tragen. Wenn du nach 5 oder 6 Spielen 10, 12 Punkte hast, dann kann das natürlich auch ein Selbstläufer irgendwann werden. Ja, Manfred Schmidt, das hört sich interessant an. Es muss viel zusammenkommen, das sagte auch Peter Stöger mal öffentlich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ändert sich aber auch ein bisschen was. Ihr werdet auch in der Argumentation nach außen in der Hinsicht, ihr sagt nicht komplett nein. Also wenn sich die Gelegenheit ergeben würde und der FC ganz gut dasteht, dann wäre er schon dabei und wird das gerne mitnehmen, oder? Also wir werden uns sicher nicht wehren dagegen. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir das schaffen könnten, aber realistisch gesehen, ich glaube, ist alles erklärt worden, wie der Staat aussieht, wie die finanziellen Möglichkeiten aussehen. Und wenn jemand voriges Jahr die 2 Absteiger getippt hätte, wären auch nicht viele dabei gewesen. Also es kann schon negativ laufen, du bist unten drin, genau, du kannst umgekehrt laufen, kannst du relativ schnell im oberen Tabellendrittel sein. Also man muss schon verdammt aufpassen und deswegen sind wir sehr, sehr realistisch. Wir schätzen unsere Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut ein. Wir wissen, was sie können, wenn sie am Zenit spielen. Aber wir wissen auch, wenn ein paar Prozentpunkte fehlen, können wir gegen jeden verlieren.
Aber das ist ja genau das Schöne an der Bundesliga momentan. Auch wenn die sechs Plätze, die ersten sechs, sieben Plätze auf die nächsten 10 Jahre irgendwo vorprogrammiert sind, rutscht Gott sei Dank einer der großen, reichen Clubs irgendwo raus. Und du hast es ja schon angesprochen, Augsburg, Mainz, die es diesmal geschafft haben. Da muss man doch eigentlich mit dieser Einstellung rangehen und sagen, warum nicht mal der erste FC Köln? Denn jetzt stell dir mal die Stadt vor, das Stadion vor, die Fans vor, wenn es dann tatsächlich mal reicht, dass du mal da reinrutschst, weil du eine überragende Saison spielst und ihr habt noch Kohle auf der Seite, spielst eine geile Vorrunde, in der Rückrunde, da holst du dir im Winter noch ein, zwei starke Leute. Das wäre doch für euch das, was ihr euch wünscht, dass ihr diese drei Schritte, die ihr auf die nächsten 3-4 Jahre vorgesehen habt, in einem Jahr macht, ohne dass es euch schaden würde, weil ihr den Background habt und abgesichert seid, weil ihr nicht den Anspruch habt, ihr müsst da oben angreifen, oder? Hört sich eigentlich perfekt an. Wir würden das auch so annehmen, das ist ja gar kein Thema. Also, nochmal, wir wehren uns nicht dagegen, das wäre natürlich ein Traum von uns allen. Irgendwann wollen wir das auch erreichen, deswegen sind wir auch hier, deswegen haben wir unsere Verträge so lange verlängert, egal ob das jetzt Jörg Schmadtke oder das Trainerteam ist oder die Spieler. Also es ist schon unser Ziel, nicht immer irgendwo im Mittelmaß herumzuspielen, sondern natürlich wollen wir vorne angreifen, aber wir wissen, dass es jetzt der falsche Zeitpunkt wäre, das auszugeben als Ziel. Also das als Ziel auszugeben, ganz sicher. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, irgendwie, auch wenn es nicht diesen Druck gibt, ich glaube in der Etat-Tabelle ist der FC 10. oder 11., aber irgendwann muss man diesen Sprung trotzdem mal machen, weil wenn das immer die 6 Vereine sind, die Thomas aufgezählt hat, dann wird die Lücke immer größer, weil die 6 immer europäisch spielen, immer mehr Kohle einnehmen. Hinten kommt noch Leipzig, vielleicht Hoffenheim. Der FC hätte dieses Jahr vielleicht schon 2-3 Spieler bekommen, die er gewollt hätte, wenn er hätte sagen können, wir spielen Europa League. Also irgendwann, die nächsten 2-3 Jahre, musst du einfach auch mal da einbrechen in diese Phalanx der Großen, weil ich glaube, auch wenn es hier keiner gern hört, als Gladbach in die Europa League oder Champions League kam, waren die auch nicht die 3 oder 4 der Etat-Tabelle. Da stimme ich natürlich vollkommen zu. Es passiert immer wieder, dass der eine oder andere, so wie wir schon gesagt haben, es muss passieren, dass einer der Großen oder zwei der Großen vielleicht eine schlechtere Saison erwischen und du erwischst eine perfekte Saison. Und wir waren auch letztes Jahr nicht so weit davon entfernt. Aber ich mag schon erinnern, ein paar Spiele davor waren wir von unten nicht sehr weit entfernt. Also wenn wir das eine oder andere Spiel verloren hätten, hätten wir bis zum Ende kämpfen müssen, um nicht abzusteigen. Also das ist relativ knapp beisammen. Und noch einmal, das ist natürlich ein großer Traum von mir, von Peter, von allen, mit dem FC, mit diesen Fans in Europa zu spielen. Aber die Zeit wird kommen, davon sind wir überzeugt. Aber ich glaube, dass es noch zu früh ist, das als Ziel auszugeben. Weil die Mannschaft einfach noch nicht reif genug ist, weil die Spieler jetzt in der zweiten Saison viele Spieler sind, viele Spieler haben uns ihr Vertrauen bewiesen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler wie Jonas Hector solche Angebote ausschlägt, dass andere Spieler beim Verein bleiben, obwohl sie Top-Angebote haben. Das zeigt doch, dass sie davon überzeugt sind, dass der Verein am richtigen Weg ist, mit den richtigen Leuten, und sie wollen da dabei sein. Und das macht uns auch ein wenig stolz, weil das ja auch unsere Arbeit ist. Ja. Noch mal kurz, dem Manfred Schmidt, da habe ich noch eine Frage. Auch der Trainer, der Co-Trainer, hat angeblich ein Angebot bekommen. Wenn das der Express richtig geschrieben hat, kann man das bestätigen in der Sommerpause, dass da mal wieder jemand aus der zweiten Liga angeklopft hat und dann gesagt hat, nö. Also ich meine, als Cheftrainer will man ja vielleicht doch irgendwann auch mal arbeiten. War von meiner Seite nie ein Geheimnis. Also ich bin ehrlich zufällig Co-Trainer geworden. Mittlerweile macht mir das Spaß. Ich habe einen tollen Cheftrainer, der überragend ist, mit dem ich sehr viel Spaß habe, der mein Freund ist, mit dem wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ich möchte irgendwann in meinem Leben Cheftrainer werden. Und ich hatte jetzt im Sommer einen Anruf, kein Geheimnis, vom 1. FC Nürnberg. War ein Telefongespräch, relativ kurz, wo ich eigentlich gebeten habe, einmal eine Nacht darüber schlafen zu dürfen. Und nach dieser Nacht war es mir klar, dass es einfach der falsche Zeitpunkt ist. Ich glaube, dass der Club okay gewesen für mich wäre als Cheftrainer. Es wäre auch nur das erste Gespräch gewesen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Aber ich habe mir gesagt, ich habe hier einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Und dann wäre es falsch, jetzt zu gehen. Absolut. Wunderbar. Das freuen wir uns.
Ich glaube, der Manfred hatte die ganze Nacht Albträume und hat dann am nächsten Tag abgesagt. Ja, aber ich möchte noch mal sagen zu Europapokal. Natürlich würden wir gerne wieder Europapokal spielen. Letztes Mal war das 1992, in der September in Glasgow, wo wir dann 3-0 verloren haben. Das war das letzte UEFA-Cup-Spiel des ersten FC Köln, so lange ist das her. Gerne wären wir wieder dabei, aber ich habe dieses Jahr wieder daran gedacht, als die Berliner gegen Brøndby in der Qualifikation gespielt haben. Da habe ich gesagt, mein Gott, was wäre das scheiße, wenn wir jetzt da verloren hätten. Und wir hätten uns nicht qualifiziert für die Europa League. Dann doch lieber ein bisschen warten, noch ein bisschen Geduld haben und dann, wie Manfred schon gesagt hat, mit einer Mannschaft, die das auch bewerkstelligen kann, die es auch verdient hat, in der Europa League zu spielen, die dort mithalten kann und die vor allen Dingen, das haben wir bei anderen Mannschaften auch bei Augsburg gemacht, die dann nicht abfallen in der Liga dadurch. Das ist ja auch die ganz große Gefahr, dass dann die Konzentration fehlt für die Liga, wenn du kein Team hast, das stark genug ist. Und da warte ich lieber noch ein bisschen, als dass ich sowas wie Brøndby erleben kann. Also, weil da möchte ich nur eins ganz kurz sagen, alles, was Michael sagt, ist richtig, aber in einem Punkt bin ich anders, selbst wenn es Platz 7 und die Qualifikation ist, wenn du die Chance hast, einmal Europa League zu spielen, dann musst du als Verein das versuchen. Egal, was in der Saison danach ist, wie geil ist das denn, mit 10.000 oder 15.000 Fans durch Europa zu reisen? Also da muss ich sagen, Michael, du weißt, ich schätze dich sehr, aber selbst Platz 7, Playoffs, alles mitnehmen. Ja, einmal wenn du da drauf bist, klar. Ja. Aber nicht mit, also, mit der Hypothek dann sofort wieder rauszufliegen. Das ist richtig, aber ich glaube, dass man zum Beispiel hier, und das hat Manfred eben auch gesagt, dass der Kader relativ breit bestückt ist. Das ist ja oft bei diesen Vereinen wie der SC Freiburg zum Beispiel, die kommen dann in die Europa League und du merkst einfach, da geht ja nicht nur die Substanz durch die Spiele weg, die Reiserei, du kannst nicht mehr trainieren. Das sind ja, glaube ich, die Herausforderungen an die Mannschaften. Ne? Und ich glaube, da wäre der FC mit dem Kader auf jeden Fall breiter aufgestellt. Also in die Richtung wie du gehe ich jetzt auch. Ich schätze Peter Stöger sehr, sowohl als Mensch als auch als Trainer und auch für seine zurückhaltende Art. Was mir aber zum Beispiel letzte Saison super gefallen hat, war Martin Schmidt von Mainz 05. Die waren irgendwann oben dran an dem Europacup und er hat, glaube ich, 5-6 Spiele vor Schluss gesagt, die Saison war schon grundsätzlich gut, wir können jetzt eigentlich nichts mehr verlieren. Wir spielen jetzt jedes Spiel komplett auf Sieg oder Niederlage, egal was passiert und vielleicht kommen wir oben rein. Und es hat geklappt. Und das ist so eine Nummer, wenn der FC es wirklich schaffen sollte, am Schluss noch in Distanz zu sein zu den Plätzen, dann erwarte ich das irgendwie auch, dass man sagt, jetzt wollen wir die Chance haben und jetzt greifen wir voll an. Ja, und natürlich kann auch immer wieder was dazwischen kommen. Also wir haben den ersten Spieltag, wie das mit Verletzungen gesehen, haben wir gerade bei Dominik Maho gesehen. Und vielleicht an dieser Stelle auch mal einen aufmunternden Applaus für den Dominik. Schon zweimal hier gewesen bei der Stammtisch. Ganz bittere Geschichte. Wie lange müssen wir auf ihn verzichten? Ein doppelter Rippenbruch, das ist nicht eine Sache von ein, zwei Wochen. Das dauert ein bisschen länger. Ne? Genau kann ich es leider nicht sagen. Natürlich sehr schade. Er hat zwei Rippen gebrochen. Es dürfte oder es ist nichts passiert, was die Lunge betrifft, dass da irgendeine Gefahr besteht, dass die zusammengefallen wäre oder sonstiges. Also er ist aus dem Spital heraus. Er darf die nächsten zwei Wochen gar nichts machen. Die Schmerzen sind natürlich riesengroß. Und dann wird man abwarten müssen, wie schnell er zurückkommt. Wer den Dome kennt, weiß, dass er kein Simulant ist. Also als er gelegen ist, war mir schon klar, dass da irgendwas sein muss. Ich schätze mal, dass er am schnellstmöglichen Weg wieder zurückkommen wird. Das hat er mir auch im Gespräch wieder zugesichert. Er ist schon relativ positiv wieder gestimmt und wird so schnell wie möglich in die Vorbereitung oder in die ins Training wieder einsteigen, aber natürlich ist die Gesundheit wichtiger als andere. Auch wenn es schon gesagt wurde von Peter Stöger, aber da hat er gar nicht darüber diskutiert, ob er noch einen verpflichten wollt oder ich meine, so eine kurze Verpflichtung, weil es kann ja durchaus ein paar Monate dauern. Ja, aber wenn man die letzte Saison hernimmt, sind am Beginn beide Stamm-Innenverteidiger ausgefallen. Wir haben mit Sörensen und Heinz mit zwei jungen Spielern gespielt, haben auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Also so wie es vorher schon angeklungen ist, wir vertrauen unseren Spielern, die wir im Kader haben. Wir haben noch genug Möglichkeiten, um Tommen zu ersetzen, so schade es für ihn ist. Aber deswegen sind auch die anderen Spieler im Kader und dieses Vertrauen haben wir in diese Spieler und das genießen sie auch von uns. Und ja, wir hoffen und gehen davon aus, dass ein anderer Spieler den Tommen relativ gut ersetzen wird. Dann werden wir das abwarten müssen, wer es sein wird, weil das wird ja wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen individuell entschieden, je nach Gegner. Vielleicht sollten wir noch mal... Wenn ich einen Spieler so verletze, bitte. Dann gibt es da mindestens eine Karte und einen Elfmeter, oder nicht? Ne?
Also darüber kann man natürlich auch noch gerne diskutieren. Also das war für dich eine rote Karte. Ja, zumindest eine gelbe, sage ich mal, weil das nicht extra gemacht hat. Aber dann muss er auch einen Elfmeter geben. Theoretisch schon, das hätte das wahrscheinlich. Aber wir kriegen ja keine Elfmeter, brauchen wir uns gar nicht machen. Aber wir haben immer ein Heimspiel bekommen, im DFB-Pokal. Also Elfmeter haben wir zwar keinen bekommen, aber nach 6 Jahren wieder ein Heimspiel im DFB-Pokal. Da können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden. Ich wollte aber vorher noch was anderes ansprechen, und zwar diese ganze Diskussion Dreierkette, Viererkette, etc. Der FC hat jetzt mit der Viererkette gespielt und auch in der Vorbereitung auch gegen Mainz ein Top-Spiel gemacht, wo ich gedacht habe, Mann, da ist der FC auf einmal so reif. Also das mit der Viererkette, das klappt richtig cool, aber auch die Dreierkette ist ein Thema. Ist das momentan diese Taktikdiskussion, die gibt es ja auch überall anders, Nationalmannschaft, andere Vereine. Soll man nicht einfach bei einem System bleiben, was man spielen kann, oder ist dieses Variieren besser? Wie findest du das als Fußballfan? Also für mich ist das eine hochinteressante Frage. Ich habe mich da auch schon länger damit beschäftigt, weil vor 2-3 Jahren, so 2013 sage ich jetzt mal, hat keiner so groß über die Dreierkette in Deutschland nachgedacht. Da war Viererkette programmiert von allen Vereinen durchgehend in der ersten Liga, zweiten Liga. Wenn, dann war es eine Ausnahmesituation, dass man mal auf Dreierkette kurzzeitig umgestellt hat. Und vor der WM 2014 habe ich mir die Frage gestellt, weil wir beim DFB-Team für mich nicht die starken Außenverteidiger gehabt haben, die da einfach die WM spielen konnten, bevor Jonas Hector kam. Ja. Gut gerettet, ja. Da hat Holger mich gerettet. Nee. Aber wir haben ja die WM dann auch aus Verzweiflung gespielt mit Höwedes links oder mit vielen Verteidigern auf in der Viererkette, was mich total verwundert hat, was aber für dieses Turnier funktioniert hat. Und dann kam dieser Spanier nach München. Und hat dann den Fußball revolutioniert, indem er eine Dreierkette gespielt hat, die früher schon jahrelang normal war, aber es hat sich keiner getraut. Und das ist jetzt schwierig, Pep Guardiola hat sich in 90 Minuten 90 Mal Gedanken gemacht über seine Aufstellung und so. Menschlich möchte ich ihn jetzt gar nicht hinterfragen, der hat alle verrückt gemacht beim FC Bayern. Mich auch zum Teil, weil ich viel nicht nachvollziehen konnte, aber er hat es wieder geschafft, dass die Liga umgedacht hat und dass die Trainer dann sich getraut haben, wieder dieses System zu spielen mit einer Dreierkette, weil du dann natürlich eine Überzahl im Mittelfeld oder auch vorne schaffst und die Außenverteidiger marschieren nicht mehr nach vorne, aber du hast die drei Spieler für dein Spiel aufbauen und lässt sie mal einer zurückfallen in der Viererkette, in der Dreierkette, das ist jetzt ganz anders. Aber das war für mich der Schritt, Pep Guardiola hat es wieder eingeführt hier in Deutschland. Das hat er gut gemacht, das finde ich ganz stark. Aber wenn ich kurz mal unterbrechen darf, also ich glaube, Pep Guardiola, ich weiß tatsächlich auch nicht, was bei ihm so genau vorgeht, weil wenn man neben ihm sitzt, dann hat man wirklich das Gefühl, der will die Flugzeuge vom Airport nur mit rein. Also ich glaube, dass er seine Spieler damit verrückt macht, aber ich glaube zu sagen, dass Pep Guardiola der ist, der eine Dreierkette wieder installiert, finde ich insofern, also ich glaube, als Bayern-Trainer kannst du fast jedes System spielen und du kannst es nicht verhindern, dass du Meister wirst. Ja. Oft ist es doch so, irgendwann machen alle die Viererkette und dann sind alle wieder von der Taktik nivelliert und dann kommt es wieder auf Spielermaterial an. Achtung, Pavard, ich würde jetzt sagen Spielermaterial. Ne? So. Aber wenn alle wieder gleich sind, dann fängt irgendeiner gerade oft von den kleineren Clubs an und sagt so, wir spielen jetzt mit Dreierkette, weil wir müssen was verändern von der Taktik her, weil wir nicht das Spielermaterial haben. Also es gab ja schon auch andere Versuche von anderen Trainern. Ich glaube nicht, dass ein Bundesliga-Trainer sich jetzt automatisch an Pep Guardiola orientiert, weil der hat so ein klasse Material. Das sehe ich ein bisschen anders. Allein auch die Renaissance jetzt wieder vom Mittelstürmer. Plötzlich brauchst du wieder Mittelstürmer. Vor 2 Jahren war es in Deutschland verpönt, einen Mittelstürmer zu haben. Jetzt sagen alle wieder, wir brauchen einen. Oft kommt es von innovativen Trainern aus dem Tabellenmittelfeld. Ne? Und dann ziehen andere wieder nach, weil du dann wieder so ein bisschen siehst, wie Klopp damals im Umschaltspiel, das war ein bisschen was Neues. Ja, das gebe ich dir völlig recht, aber ich sehe keinen anderen Trainer, der auf Dauer auf eine Dreierkette gesetzt hat und das in der Bundesliga wieder in meinen Augen salonfähig gemacht hat und die anderen haben sich dann daran orientiert, dass es wieder zeitgemäß ist, dass es wieder funktioniert. Also ich sehe da keinen Trainer, ich sehe da kein anderes System. Kannst du gerne Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die Daten an jemand angefangen, aber zum Beispiel hat Gladbach ganz früh in der letzten Saison umgestellt auf eine Dreierkette, die auch unter Favre eigentlich immer Viererkette gespielt haben. Also es gibt schon ein paar Vereine. Klar ist natürlich, dass Guardiola sicherlich viel probiert hat, gar keine Frage. Aber mit dem Material, glaube ich, kannst du in der Liga halt auch viel probieren, während für andere Trainer in jedem Spiel alles auf dem Spiel steht. Und dann auf eine Dreierkette zu kommen, ist vielleicht manchmal auch relativ schwierig. Ja, das ist geil. Er hat sich aber in meinen Augen getraut, diesen Schritt zu machen. Also
Spielermaterial beim FC Bayern München ist ja nicht erst seit 3 Jahren gut. Also, aber wenn wir jetzt schon ganz hoch sind, also wenn wir beim FC sind, großer europäischer Club, Juve spielt schon ganz lange mit der Dreierkette zum Beispiel. Super, aber in der Bundesliga hat sich trotzdem keiner getraut, das zu machen, in meiner Meinung. 3 Medienleute und ich habe auch keine Chance mehr hier. Also hier war das Mikrofon zu ergreifen. Holger, sag ich aber auch noch. Holger, jetzt du zuerst und dann muss natürlich auch mal der Praktiker darüber reden, genau. Und ihr alle von Senf reden. Ich wollte den Manfred Schmidt jetzt auch mit reinziehen. Ich habe mir schon eine Frikadelle bestellt. Mit Senf. Wo gibt's die denn? Der Michael ist beschäftigt. Also auf die Gefahr, dieses hochspannende Thema tot zu machen. Im Endeffekt ist es, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Also man sagt ja immer, Dreierkette oder 2 Stürmer sind offensiv, Viererkette ist defensiv. Das ist totaler Quatsch. Das ist einfach die Frage, wie man das interpretiert. Und wenn man beim FC genau hingeguckt hat am Samstag, war es immer, wenn der FC den Ball hatte, so, dass Höger sich wie Schweinsteiger in der Nationalmannschaft zurück hat fallen lassen. Sie haben 3 Innenverteidiger gehabt, die 2 Außenverteidiger sind vor. Da war es die Dreier- oder Fünferkette. Also im Endeffekt, mit welcher Formation da aufläuft, das ist sowieso relativ uninteressant. Entscheidend ist, was man draus macht. So, und jetzt der Praktiker. Aber widersprechen wir uns nicht. Also, klar, kann alles richtig, was ihr hier sagt. Aber, die haben damals gegeneinander geredet. Das Wichtigste ist natürlich, wie interpretiere ich eine Dreierkette? Also, natürlich ist es jetzt wieder in Mode gekommen, weil Italien da mitgespielt hat, die haben mit 3-6 davor gespielt, war es relativ gut zu verteidigen. Warum ist das wieder gekommen? Also, wenn ihr halt das Spiel gegen eine Mannschaft wie Bayern München, die das Spielfeld extrem breit macht, die ganze Breite des Feldes nützt, dann ist es schwierig, weil sie haben meistens 3 bis 4 Spieler auf der Viererkette drauf und nach außen 2 Spieler. Also es ist schwierig, die ganze Breite abzudecken. Deswegen spielen in der Bundesliga viele Dreierkette. Nicht, weil es offensiv besser ist, sondern weil man besser verteidigen kann, weil man den ganzen Raum schließen kann. Deswegen hat es Italien auch gemacht. Das ist sicher ein wichtiger Hauptgrund. Zum Pep Guardiola muss ich sagen, es ist natürlich wahr, dass er das beste Material hat, die besten Spieler hat, aber man konnte schon erkennen, dass er von seinen Spielern gewisse Dinge verlangt. Das heißt, in der Raumaufteilung, wo Spieler zu stehen haben, gewisse Passwege, Laufwege, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es einfach faszinierend. Und es war so, dass er eigentlich jedes Spiel gegen uns, wenn wir die Wochen davor oder die Spiele davor beobachtet haben, immer andere Grundaufstellungen hatte. Und wenn man, jedem ist, glaube ich, dieser Kreis bekannt, den er immer wieder in sein Training einbaut, im ersten Jahr habe ich das Gefühl gehabt, der spielt 5-2 im Mittelfeld. Er versucht immer wieder durch gewisses ballorientiertes Verschieben seiner Spieler Überzahl zu schaffen. Das heißt, wenn du heute mit einem 4-4-2-System kommst, dann stellt er dir irgendwo auf die Seite 4-5 Spieler hin und du spielst 5-3. Also wenn du das nicht mitbekommst, dann hast du immer Probleme und er spielt dich müde, bis irgendwann einmal ein Spieler nicht mehr die richtige Entscheidung treffen kann, weil er müde ist oder bis einer einen Fehler macht. Also das ist schon entscheidend und was ihm natürlich entgegenkommt, es ist schon einfacher mit Spielern Boateng oder wenn ihr einen Mats Hummels habt, Dreierkette zu spielen. Also bei uns ist es viel schwieriger, weil einfach die Geschwindigkeit und dieses Zweikampfverhalten gegen Spieler wie Lewandowski oder andere, die extrem schnell sind, es uns einfach schwerfällt, diesen Raum zwischen Tor und Abwehr zu verteidigen. Das heißt, wenn sie uns einen Ball darüber spielen, dann ist es schwierig, wenn du heute mit einem Moped gegen ein Motorrad fährst, dann wirst du nicht gewinnen. Also ist es für uns natürlich wichtig, diesen Abstand zwischen Tor und den ersten Stürmer so gering wie möglich zu halten, um einfach diese Laufduelle nicht zu haben. Also wenn man unsere Spieler beobachtet oder unsere Spiele beobachtet, dann ist es kaum vorgekommen in den letzten 3 Jahren, dass ein Spieler alleine aufs Tor läuft. Und das sind so Situationen, wo der Peter extrem wild wird, wo wir uns extrem ärgern und den Spielern dann im nächsten Training diese Situationen zeigen, weil das einfache Möglichkeiten sind, um Tore zu bekommen, die man aber einfach verhindern kann, wenn ich weiß, wo ich zu stehen habe, wenn ich eine gewisse Absicherung habe, wenn ich hinschiebe und wenn das Ganze funktioniert. Und deswegen, das hört sich alles kompliziert an, ist es aber nicht. Fußball ist relativ einfach, nur man muss es auch einfach gestalten. Das heißt, man muss die ganz einfachen Dinge lernen, die schon über viele Jahre trainiert wurden, auch in meiner Zeit. Wolfgang Frank, der leider gestorben ist, war einer der besten Taktiker, die ich gekannt habe, von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe. Aber der war der Erste, der in Österreich Viererkette gespielt hat. Und mit ganz einfachen Dingen
hat er den Spielern vermittelt, was zu tun ist. Also die Spieler müssen am ganzen Platz wissen, wer attackiert wann, wie attackieren wir, wenn ein Spieler da vorne attackiert, was machen die anderen Spieler. Und das sind alles Dinge, die ich meiner Mannschaft vorgeben muss. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich nicht am Montag oder Dienstag hergehen in der Videoanalyse Dinge ansprechen, die ich nicht vorgegeben habe und vielleicht den Spielern sagen, das und das hast du falsch gemacht. Also ich bin überzeugt, dass Pep Guardiola ein wunderbarer Trainer ist, der alles genau vorgibt. Vielleicht ist es das eine oder andere Mal zu viel, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne David Alaba sehr gut, den ich selbst trainieren durfte in der Frank-Stauner Akademie, der begeistert ist von diesem Trainer und der sehr, sehr viel gelernt hat, auch so kleine Tipps. Und deswegen das ganze Geheimnis ist einfach, viel zu kommunizieren, ganz genau den Spielern mitzuteilen, was du dir vorstellst als Trainer. Du musst als Trainer auch im Klaren sein, wie du spielen willst. Das ist auch oft ein Problem, wenn du in gewisse Details gehst und mit Trainern darüber sprichst, fehlt mir oft die Klarheit in ihrer Idee, Fußball zu spielen. Und das ist dann ein Problem für die Mannschaft. Wenn es der Trainer nicht weiß, dann soll es die Spieler umsetzen. Aber nochmal, die Dreierkette ist ein super perfektes Mittel für schwächere Mannschaften gegen starke, die Räume zu schließen. Und wir haben deswegen dieses Jahr diese Dreierkette versucht einzustudieren, weil man damit auch offensiver attackieren kann. Und wir hatten. Übt ihr jetzt ein in der Länderspielpause? Macht ihr da jetzt auch noch ein bisschen weiter, dass die noch ein bisschen besser sitzen? Ist schwierig, wenn man 12 Spieler gehabt. Würde nicht viel Sinn machen, weil viele fehlen. Aber wir machen natürlich Videostudium und alles. Aber uns ist es rein darum gegangen, die Spieler zu provozieren in dieser Vorbereitung. Das heißt, wir haben das einmal trainiert, eine Stunde, haben gespielt und es war Chaos. Aber die Spieler waren unsicher, sie haben nicht gewusst, was passiert. Aber beim nächsten Training, beim nächsten Mal erklären, ist ja jeder an der Lippe gehangen. Aufmerksamkeit war wieder da. Das ist was anderes, wie wenn du jedes Jahr dasselbe System spielst, jeder weiß genau Bescheid. Dann merkt man schon, dass der eine oder andere vielleicht einmal nicht mehr so genau zuhört. Und sie haben gemerkt, jetzt wird es für mich ein bisschen eng, weil jetzt muss ich weiter raus verteidigen. Ich traue mir das vielleicht nicht so zu, bin unsicher. Und mit jedem Training, mit jedem Taktikeinheit, mit jedem Spiel ist das besser geworden. Und bin überzeugt, dass sie das jetzt spielen können. Und noch einmal, Dreierkette ist ein perfektes Mittel. Und so wie es auch richtig gesagt wurde von euch, ist es natürlich entscheidend Spielermaterial. Wie hoch kann ich es interpretieren? Und das Zweite ist natürlich auch, die Überzeugung der Spieler musst du auch haben. Wenn du die Spieler nicht überzeugen kannst, dann ist es falsch, die Spieler in ein System zu zwingen, wo sie sich nicht wohlfühlen. Ja, okay, das war sehr anschaulich. Ich denke, da haben wir auch die Leute, die jetzt nicht jeden Tag im Training beschäftigt sind, ein bisschen was dazugelernt. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man sowas mal anspricht. Herr Michael ist schon seit geraumer Zeit hier seinen wunderbaren, also hier Kölschrot, kann man fantastisch essen. Kann ich sehr empfehlen, sehr, sehr lecker. Lecker Frikadellchen. Das war jetzt der Werbeblock. Ja genau, das war der Werbeblock, aber der lohnt sich wirklich. Also alle also haben das hier bestätigt bisher. Ja, Michael, aber auf dich kommt natürlich noch was zu, weil du bist ja nicht nur Stadionsprecher, du bist ja auch im Mitgliederrat. Und wir haben ja gerade ein Thema gehabt, also vielleicht kannst du dich noch an Zeiten erinnern, vor ein paar Jahren. Da haben wir aber ganz andere Themen geredet. Wir haben eigentlich nie über Fußball gesprochen. Es ging entweder um irgendwelche Themen rund um Vorstände, die zurückgetreten sind oder beleidigt waren oder was auch immer. Da lassen wir jetzt alles mal weg. Aber es gibt einen aktuellen Fall, dass das Präsidium jetzt gesagt hat, dass sie diese, ja, ich sag mal, diese Vergütung, die sie bekommen sollen, was für den FC ein großer Einschnitt gewesen war, erstmal nicht machen. Das kam so ein bisschen so rüber, als wenn der Mitgliederrat da geblockt hätte. Vielleicht kannst du uns da mal uns auf den Stand bringen, offiziell, wie da die Sachlage wirklich ist. Oder? Ich nehme das. Ne? Ja, ist auch schön. Da zum einen ist der Mitgliederrat natürlich auch so konstituiert, dass ich Ihnen da jetzt nicht viel erzählen werde, weil wir das wie beim Verein grundsätzlich machen, intern das nicht nach außen gehen. Ne? Das ist einmal klar. Aber um ein paar Sachen vielleicht deutlich zu machen, es ist ja neu beim 1. FC Köln durch die Satzungsänderung, dass der Vorstand eine Aufwandsentschädigung bekommen kann. Da gibt es eben hier und da noch bei dem einen oder anderen, auch im Mitgliederrat, auch da sind die Meinungen nicht einheitlich, und bei dem Vorstand gibt es immer noch die Frage, wie hoch ist diese Aufwandsentschädigung? Und da das ein ganz neues Feld ist für beide Seiten, also für den Mitgliederrat und eben auch für den Vorstand, hat man sich bisher noch nicht einigen können auf die Höhe. Weil der Mitgliederrat hat eine andere Vorstellung als der Vorstand. Das ist auch völlig okay, das ist auch so, gerade wenn solche Dinge neu sind.
Aber ich glaube, jetzt hat ja nun der Vorstand gesagt, er wird erstmal darauf verzichten, jetzt für die nächste Saison oder für das nächste Jahr, wird er jetzt neu gewählt Ende September. Und der ist ja vom Mitgliederrat schon lange vorgeschlagen worden, das war überhaupt gar kein Thema. Wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, ob der Vorstand das nicht verdient hat oder nicht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht allein nur um die Höhe. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat bei allen Entscheidungen, und das ist das Schöne bei unserem ersten FC Köln, der gesunde Menschenverstand gesiegt. Und ich glaube auch, dass hier bei dieser Entscheidung, wie hoch die Vergütung ist, im nächsten Jahr auch der gesunde Menschenverstand siegen wird und das wieder auf einen guten Weg führt, wie wir das in den letzten Jahren beim ersten FC Köln erlebt haben. Deshalb würde ich mir da keine Sorgen und keine großen Gedanken machen. Danke. Du? Also grundsätzlich finde ich es total unmöglich, dass jemand in führender Position bei einem so großen Wirtschaftsunternehmen, wie es Bundesliga-Vereine heute sind, ehrenamtlich arbeitet. Man erwartet, dass das Leute sind, die eben nicht 75 sind, die 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen, die Entscheidungen treffen über mehrere Millionen Euro. Und das sollen die ehrenamtlich machen. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Die Frage ist natürlich wirklich, wie viel, aber ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass da jetzt vor der Wahl ein Ergebnis kommt. Das ist wahrscheinlich die Frage. Ich habe ja auch eben gesagt, es geht nicht darum, dass es keine Vergütung geben soll, sondern es geht in der Tat um die Höhe noch. Und da gibt es noch verschiedene Meinungen, auch innerhalb des Mitgliederrates und eben auch insgesamt zwischen Vorstand und Mitgliederrat. Und wie gesagt, da wird der gesunde Menschenverstand letztendlich eine Entscheidung bringen. Und da werden wir uns einigen. Da bin ich fest von überzeugt. Dann warten wir das weiter ab. Ich denke, da brauchen wir auch jetzt nicht groß mehr nachhaken, weil es absolut nachvollziehbar ist, dass der Mitgliederrat halt jetzt nicht komplett öffentlich alles jetzt erzählen kann, wie es wirklich war. Obwohl, machen wir gleich eine Theke. Ja, ja. Nein. Lass uns einfach wieder über den Sport reden. Und zwar der nächste Gegner. Der heißt witzigerweise VfL Wolfsburg. Ne? Also die Mannschaft, mit der wir uns ja ständig irgendwie, was hast du mal gesagt? Ach nee, das wiederholen wir jetzt nicht. Mit der wir sozusagen auf Augenhöhe agieren. Aktuell ist das ja wieder so, Platz 2 und Platz 2 sozusagen, der geteilte zweite Platz. Spaß beiseite, ist natürlich ein Top-Club, eine Top-Adresse. Ein ganz anderes Kaliber, bei allem Respekt vor Darmstadt 98. Wie wollt ihr eure Spieler einstellen? Gibt es schon eine Grundidee, die man verraten kann? Also mit Mann und Maus stürmen wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, natürlich stellen wir unsere Mannschaft ein, so wie jedes Mal. Also es gibt keinen Unterschied, ob wir es gegen Darmstadt, Wolfsburg oder Bayern spielen. Wir sehen sie genauso viele Spiele des Gegners an. Wir haben einiges aus der Vorbereitung gesehen. Wir haben natürlich jetzt das erste Spiel ganz genau beobachtet, dass Wolfsburg Qualität hat. Das brauchen wir nicht reden. Wir haben sehr, sehr viele und interessante Dinge gesehen. Wenn wir gerade den Dreieraufbau gesehen haben, dann hat man bei Wolfsburg wieder eine ganz andere Variante gesehen. Wir werden uns das genau anschauen. Wir haben die eine oder andere Idee, aber zum Glück noch 2 Wochen Zeit. Also es ist schon so, dass wir bis 1-2 Tage vor dem Spiel uns immer wieder damit beschäftigen. Es ist nicht so, dass bei uns eine Spielbeobachtung stattfindet, dann gibt es einen Videofilm und dann gibt es eine klare Taktik und das war's, sondern es wird eigentlich täglich sich mit dem Gegner befasst. Wir versuchen immer wieder Informationen zu bekommen. Wir interessieren uns natürlich auch sehr für das Training unserer Gegner und versuchen da Mittel und Wege zu finden, um Möglichkeiten für uns herauszuholen. Und natürlich kennen wir diesen Trainer nicht seit kurzem und deswegen gibt es gewisse Automatismen, die jeder Trainer hat, die er nicht verändert. Aber wie gesagt, wir werden sich genauso vorbereiten wie auf jeden anderen. Natürlich ist Wolfsburg vom Kaliber her was anderes, aber ich glaube auch, dass wir dort auch bestehen können. Genau, auch in den letzten Jahren nicht schlecht ausgebildet, auch wenn wir nicht immer gewonnen haben oder auch mal verloren haben. Aber das ist ja das Schöne, der FC kriegt ja kaum noch Klatschen. Also was das angeht, dass wenn du mal ein Spiel verlierst, dann ist es ja meistens relativ knapp. Okay, lassen wir die Bayern mal außen vor, da war es auch mal ein Vierer. Wobei das ja bei den Bayern ja auch mehr oder weniger schon fast positives Ergebnis ist. Was erwartest du vom FC generell in der Saison? Vielleicht kannst du noch mal kurz auch gerade das nächste Spiel und geh mal drauf ein. Also ich freue mich ja, dass das nächste Spiel so ein Traditionsduell ist. Ne? Ja, also ich würde mir wünschen, also als Fußballfan bin ich in solchen Duellen immer auf der Seite der traditionsreicheren Mannschaft und bin auf jeden Fall auf Kölner Seite
Ich bin gespannt, wie sich Jannik Gerhardt schlägt, den ich persönlich gerne auch künftig beim FC gesehen hätte. Ich verstehe den wirtschaftlichen Ansatz, dass man sagt, wenn man ihn für 13 Millionen verkauft, dass man ihn dann gehen lassen muss. Ich will ja auch Geld in die Kassen, trotzdem hätte ich mir so aus Kölner Fansicht schon gewünscht, dass er da bleibt, weil er wirklich ein Urkölner ist. Insgesamt glaube ich, um das von vorhin weiterzutragen, der FC kann in dieser Saison tatsächlich für Überraschungen sorgen. Und wie Thomas es vorhin auch gesagt hat, also diese Saisonstart ist entscheidend. Also das haben wir immer wieder erlebt, dass sich Mannschaften in den ersten 4-5 Spieltagen oben festfressen. Das war bei Frankfurt als Aufsteiger so, das war bei Mainz in dieser tollen Saison, die dann auch in die Europa League geführt hat, tatsächlich so. Diese Energie, die man am Anfang aufwendet, um dann Erfolg zu haben, die ist entscheidend. Und Wolfsburg hat zwar jetzt gegen Augsburg gespielt, Augsburg ist bei mir auch so ein Abstiegskandidat eher. Und Wolfsburg hat natürlich diese individuelle Qualität, aber das ist trotzdem ein Kader, der, was den Teamgedanken, den der FC erlebt, nicht so ausführt. Das sieht man ja immer wieder, dass da im Sommer ganz viele Spieler weg wollten, tatsächlich weg wollten, fast schon geflüchtet sind. Draxler will immer noch weg. Ich bin auch davon überzeugt, dass Draxler tatsächlich noch nach Paris geht. Und da muss es ja einen Grund dafür geben, dass man weg will aus Wolfsburg. Ja, da finde ich jede Menge. Ja, nicht nur weil Wolfsburg keine Stadt ist, sondern nur ein Industriegebiet. Aber wobei, da muss ich aber jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also dass Wolfsburg keine Perle ist, das weiß ich, wenn ich einmal durchfahre. Und wenn ich dann als Spieler da hingehe und sage, 5 Jahre, boah, hier, was für ein toller Verein, ruhige Stadt, schönes Umland, hier kann ich mich auf Fußball konzentrieren. Und nach einem Jahr sage ich, das Schönste an Wolfsburg ist der Bahnhof. Das hätte ich ihm jetzt schon sagen können, weil ich nur so ein paar Mal dahin fahre. Das finde ich ein Skandal, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Aber ich glaube, über den Charakter der Spieler, die sowas abziehen, könnte man jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterleben. Also ich glaube, so ein Spieler hätte dann in Köln wahrscheinlich gar keine Chance. Der wäre bei euch wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel. Also ich würde das dann vorher erörtern. Also ich kann mir nicht vorstellen, Julian Draxler lässt sich auf alle Leinwände pinnen in Schalke, auch in Dortmund bis 2018 hat er damals, glaube ich, verlängert, um dann tatsächlich nach Wolfsburg zu gehen, nach 2 guten Spielen in der Champions League und 2 halbwegs guten Spielen bei der Europameisterschaft wieder zurückzukommen und sagen, so, jetzt will ich weiter. Er denkt nur an seinen eigenen Marktwert, das gibt es in Köln nicht. Und deswegen glaube ich, dass Köln tatsächlich über diesen Ansatz, den ihr sowieso seit Monaten verfolgt, den ihr auch euren Spielern komplett eingeimpft habt, tatsächlich zum Erfolg kommen könnt. Du hast zweimal was Hochinteressantes gesagt über Peter Stöger. Du sagst immer, Peter jammert nicht. Und genau das ist die entscheidende Qualität. Er weiß ja ganz genau, was er hat. Er weiß auch ganz genau, was er will. Und jemand, der was hat, was er sich selber geschaffen hat und ein Ziel hat und das Ziel verfolgt, der wird nicht besser durch jammern. Das ist ja logisch und genau das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen ist Köln halt so ein Verein, der in meinen Augen tatsächlich durch einen guten Start, durch eine wohl überlegte Mannschaft, durch eine gut getankte Aufstellung, Dreierkette, Viererkette, ist mir persönlich scheißegal, zu einem Erfolg kommt. Das ist doch genau das, was die Fußball-Bundesliga so großartig macht und was den Verein dann auch tatsächlich auszeichnet und womit ihr euch tatsächlich dann auch verdient habt, mal solche Spiele zu gewinnen. Ich als Traditionsclub-Fan muss dann auch tatsächlich sagen, das ist doch das Schönste. Die schönsten Spiele und die schönsten Siege sind die, die man vorher nicht erwartet. Da kann kein Bayern-Fan was davon singen, weil ein Bayern-Fan fängt an, sich über Siege zu freuen, ab dem Champions-League-Halbfinale, böse gesagt. Ja. Ist so. Aber wenn Köln jetzt in 2 Wochen nach der Länderspielpause gegen Wolfsburg gewinnt, gegen diesen Millionen-Krösus, der zwar momentan auf dem gleichen Tabellenplatz steht, aber der viel mehr Budget hat, der viel reichere Spieler hat, der viel besser verdienende Spieler hat, die Spiele, die auf dem Papier vielleicht auch besser sind als die des FC Köln, wenn man da gewinnt, da freut sich das Fanherz, da freut sich der FC, da freut sich jeder Spieler und dann gehst du vom Platz und du lachst dir ins Fäustchen und dann hast du diese Schadenfreude und das ist großartig. Und deswegen glaube ich, dass der FC eine gute Rolle in dieser Saison spielen kann und auch tatsächlich, ich will es nicht verschreien, aber ich schließe nicht aus, dass mal die Europa League drin ist. Warum nicht? Tipp. Tipp fürs Spiel, das geht schneller. Ich tippe Platz 6 bis 9 einstellig. Nee, ich meine, das Spiel. Ach, das Spiel selber. Kannst du mit der Kölsch gewinnen? Oh, jetzt muss er überlegen.
9:6. Ich muss da durchgehen. Ich sag, der FC gewinnt 2:1. Ja. Ah, nee, das ist ein Gegentor, das glaube ich. Aber du hast eben gesagt, die Bayern-München-Fans, die freuen sich ja nur, wenn sie im Halbfinale gewinnen. In der Champions League. Halbfinale, ja. Ja, dann freuen die sich ja die ganze Saison nicht. Das ist ja so. Das hörst also du doch. Im Halbfinale verlieren sie. Ja, genau. Ja, war nicht gut. Gut, dass wir keine Bayern-München-Fans sind. Ja. Wobei ich muss ja dazu sagen, in der Pause hat Jochen gesagt, wer Zweiter ist, darf sich nicht mit der Europa League zufrieden geben. Ja, eigentlich ja. Okay, Tipp. 1-1. 1-1. Okay, Michael, du darfst. Ja, ich habe das ja eben schon gesagt, wenn Sané mitspielt, gewinnen wir 1-0, sonst geht es 0-0 aus. Das Schlusswort ist gleich der Manfred, aber jetzt erst nochmal du noch einen Tipp. Ich glaube nicht, dass er tippen will. Aber ja, das stimmt wirklich. Der FC hat immer gegen Wolfsburg gut ausgesehen. Zwei oder drei Spiele selbst noch gesehen. Ich glaube, Wolfsburg ist noch nicht ganz so gefestigt, wie ich gehört habe. War der Sieg in Augsburg auch trotzdem ein bisschen glücklich. 2-0 für den FC. Oh. Ich weiß nicht, ob der Trainer wird wahrscheinlich nicht tippen, aber er kann uns wahrscheinlich trotzdem irgendwas auf den Weg geben. Er wird wahrscheinlich euer Bestes geben. Davon gehe ich einfach mal aus. Ach, davon kannst du ausgehen. Ich glaube, dass die Mannschaft wieder alles geben wird, so wie es die letzten Spiele immer getan hat, die letzten Jahre, kann man sagen. Ich freue mich auf ein schönes Heimspiel in Wolfsburg mit den tollen Fans. Ja, wie so oft, wenn man auswärts spielt, hat man ja eigentlich fast überall, nicht überall, aber fast überall, ein Heimspiel. Das sind wir beim Thema Traditionsverein. Ich weiß in Frankfurt nicht, die sind auch sehr laut, eigentlich sogar die lautesten. Ja, ne? Also in diesem Sinne, wir könnten hier noch stundenlang weiter. In Frankfurt sind sie die lautesten. In Frankfurt ist das lauteste Schade. Nein, in Frankfurt sind sie die lautesten, das ist ja klar. In Köln sind wir laut. Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Hauptsache, wir gewinnen da. Aber das ist ein anderes Thema. Wir machen jetzt einfach hier mal Schluss an dieser Stelle. Möchte mich erstmal bei allen hier bedanken. Also es ist wirklich nicht einfach gewesen, das hier so kurzfristig zusammenzuzimmern. Und wenn wir am Anfang ein paar Probleme hatten mit der Technik, das hat sich ja nachher deutlich verbessert, dann seht es uns bitte nach, das war das erste Mal. Wir kriegen das aber sicher wieder hin. In einem Monat geht es weiter, am 26.09. Und dann heißt es wieder FC-Stammtisch für heute. Danke meiner Runde, an Manfred Schmidt, an Thomas Wagner, Michael Zettel, Jochen Schmidt, die Kreuzgebühren und natürlich Holger Schmidt. Vielen Dank an Thomas Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Wartet gut. Tschüss zusammen. Danke.